keine Angst haben, nicht schüchtern sein. So. Connect. Schmut, mein Freund, wie geht's dir? Der weltbeste Schmut, ich kenne auch nur einen. Nehmt lange Arme. Ja, dann wollen wir. Nur ein Discounter. Nee, scheiß drauf, los, komm, lass losgehen. Ja. Nehmt lange Arme mit zur Gamescom. Ja, ihr müsst um meinen Bauch rumkommen. Strobel, ne? So. No. Fahr mit dem Auto weg. Bist du die ganzen Tage auf der Gamescom? Nee, Freitag, Samstag. Oder es müsste sich irgendwie noch spontan was ergeben, weißt du? Aber nee, normalerweise, ich habe Tickets für freitags und samstags. Manni, kann nicht zu Gamescom. Och, Herr. Bödecke, na? Mach das, Zockerbraut. Mach das, mach das. So, fangen wir an. Oh, hier ist er. Hier sind ja Leute. Fangen bei der Polizei an, würde ich sagen, ne? Nee, nee, nee. Pass mal auf, wir machen das ganz anders heute. Wir machen das heute ganz anders. Wir fahren mal wieder zur Firma. Da waren wir ja schon Ewigkeit nicht mehr. In unserer Firma. Wir gehen uns mal einen Dienstwagen wiederholen. Wolverock, grüß dich. The Crow, alles gut bei dir? Xaif, kaufen wir uns Handschellen für Gerrit und behalten den. Was? Da musst du aber einen guten Lebensmittelvorrat haben. Calypso. Nee, ich bin sowieso meistens. Also, normalerweise die letzten zwei Jahre war ich immer... Es ist ja warm. Ist ja August, Ende August. Es ist warm. Ich rauche sehr viel. Meistens triffst du mich an. Entweder vor der Twitch-Bühne. Selten. Aber meistens draußen. Da, ich weiß nicht, Twitch ist, glaube ich, Halle 9. Kann das sein? Halle 9. Und da ist ja draußen so ein Freigelände, wo es zur Twitch-Partner-Lounge geht. Und entweder bin ich in der Partner-Lounge drin, trinke mir da gerade einen Kaffee, aber die meiste Zeit stehe ich davor und quatsch dann mit Leuten und piefe mir eine, weißt du? Also immer in dem Bereich, ja. Aber ich werde tittern, wo ich bin, ja. Natürlich, Calypso, natürlich. Natürlich. Wow, ich muss aufpassen. Bockwurst. Alter, der ist schnell, ne? 200. Der hat Jutjummi unterm Arsch. Bockwurst, dankeschön für 4 Monate. Vielen, vielen Dank für den Resub. Dankeschön. Sehr, sehr lieb von dir, Bockwurst. Und Crucius ist im 4. Monat. Vielen Dank für den Resub. Dankeschön, dass du weiterhin dabei bist. Vielen, vielen Dank. Crucius. Tittern? Was für Tittern, Löwe? Student, grüß dich. Wie geht's dir? Zwirbel. Strobel. Hast du zugeschaut? Nein, nein. Du, wann war das denn? Ich muss da eben noch eine Pflanze und einen Vogel retten. Ja, ein Vögelchen. Auf einmal hier, bei uns ja. Was war das? Was ist denn das? Was war das denn? Bei uns auf der Straße hier vorne. Mama-Vogel, ne? Und so ein kleiner Vogel, so ein Babyvogel irgendwas. Aber auch schon dicker, ne? Schon richtig befiedert und alles. Aber der konnte noch nicht fliegen, der Troll. Ja. Da gingen die hier bei uns hier die Straße so hoch, weil die Mutter wollte ihn wohl nicht alleine lassen. Der ist irgendwie aus dem Nest gefallen oder kann nicht richtig fliegen oder zu dumm dafür oder was, ich weiß es nicht. Ja. Und da muss ich gucken, muss ich den beschützen, weil da liefen auch Katzen rum. Steini, grüß dich. Nightmare, ne? Ja, so ein kleiner dicker Piepmatz.
Ich denk schon, wow, ist das irgendwie noch ein Kind von dir oder was? Nein, meine Kinder sind nicht dick, die sind eher dünn. Meine Tochter ist eigentlich schon zu dünn, viel zu dünn. Und Sohnemann, ja, normal. Lefranc, was? Yeah, ja, hier, Lefranc. Vogelpapa, ja auch. Reloaded, na? Süßlack, wie geht's dir? Vögelchen. Ach ja. Habt ihr Herzchen da gelassen bei dem Tweet? Wo ich euch drum gebeten habe. War das unser. Ja, der war das, genau. Der hatte auch einen weißen Bauch, schwarzen Kopf und grüne Flügel. Ja, ja. Auch. Der liegt aber gut in der Kurve, ne? Sieht schön aus mit dem Sonnenuntergang, ne? Nice. Ich glaube, ich installiere mal wieder Red Ax, oder? Ich hatte es lange nicht mehr. Tante Mini. Ich war Herz Nummer 72, okay. Faceflow, ne? Alles fit? So, hier kommen, fangen wieder Häuser an, fahren ein bisschen langsamer. Rasa Blasa, ne? Rasa Blasa. Was? Start war um 19:30 Uhr. Warum, was machst du denn dann schon hier? Du musst doch trainieren, Junge. Kalle, was ist los mit dir? Was stimmt mit dir nicht? Hä? Ich muss mal gerade was gucken. Wartet mal, Kinder. Ich muss mal gerade was gucken. Ich muss mal gerade was gucken. Wartet mal. So. Kalle. Kann man auch mal durchgehen lassen. Das Spiel ist fast vorbei, das lohnt sich doch überhaupt nicht. Nee. Was soll ich denn daraus lernen? Da musst du auch mal so denken. Wer seid ihr denn, die Weißen? Dann lerne ich wahrscheinlich viel mehr. Ist klar. Seid ihr die Weißen gewesen? Oder seid ihr die Weißen? Tim Timo. Aus Smokertäubchen? Welches meinst du? Dorfkind Patrick, na? Dexter, grüß dich. Spiel doch mal an der PS4. Was soll ich denn da spielen? GTA? Oder was? So, wir sind wieder auf der Firma. So. Wo ist der Kalle jetzt? Jetzt ist er wieder weg, wa? Taschengolem, na? Bummel, wie geht's dir? Oluk Vögelchen. Oluk, danke schön für 8 Monate. Vielen, vielen Dank für den Resub. Dankeschön. Der Oluk. So. Nicht im Dienst. Ach, ich muss ja im. Ach, jetzt hab ich doch gar keine Kohle gekriegt, ey. Scheiße. Ich war ja nicht mehr im Dienst, ey. Oh. Dienst angemeldet. Die Finanzen. Moin, moin, trauriger Narr. Total schlecht ist. Hast, woran liegt's? Hast du eine Vermutung oder hast du mal Provider angerufen? Mach das, Charlotte. Wow, sei. So. Müllem Tell, grüß dich. Smoker nagt bald am. Ja, hier ist ein Bankautomat. Ich kann hier oben eigentlich machen, was ich will, ne? Ich kann sogar hier parken. Weil hier oben ist eh kein Schwein. Hier ist kein Schwein mehr. Seitdem die Sheriffs hier oben weg sind, seitdem die nicht mehr gibt, ist hier gar nichts los. So, lass mir einfach Finanzen checken. Was ist das für eine Kontonummer? Ist das meine?
Informationen. $5,780. Wow, müssen wir gleich Insolvenz anmelden. Serverneustart jetzt. 178.000. Das ist wenig. Okay, danke ran. Serverneustart, okay. Wow, Sensor, ey, ich krieg direkt meine WhatsApp-Nachricht. So. 178.000. Ja, ich habe eine Firma zu führen, wa? Ich habe Verantwortung. Ich muss Menschen leiten. Weißt du? Geht Smoker pleite oder wie? Ja, Bankkonto sieht schlecht aus. Mann. Was soll man sich davon leisten? Kann ich doch nicht mal ein Haus kaufen. Wird wahrscheinlich nur ein Trailer drin sein oder sowas. Trailer. So. Wir leben hier an der Armutsgrenze. Da muss man sich mal reinziehen. So, ich bin aber im Dienst, ne? Ist das Auto auch weg? Ne, Junge, ich kriege hier. Was ist das hier eigentlich für ein Automat hier? Ne. Keine Ahnung. Irgendwas ist das hier. So. Kein Auto mehr kaufen. Ja, ich hätte gerne noch. Nee. Wir müssen uns als nächstes müssen wir uns. Fahrrad ich noch nicht. So, können wir wieder Auto holen? Gib mir die 180.000. Bin gerne so arm. Wow. Nee, komm, den nehmen wir nicht. Warte mal. Was haben wir noch so zur Verfügung? Was ist denn das für einer? Oh, hier den Panzer. Den nehmen wir. Den Panzer. Brute. Brutus. So. Das ist ja vor wie der Feuerwehr hier. Der Hundefänger von Los Santos. Och, Herm. Nein. Och, Herm. Asche, grüß dich. Wie geht's dir? Oh, Lemon. Lemon, danke schön für 3 Euro. Vielen, vielen Dank für die Donation. Dankeschön. Warum schreibst du Danke? Hä? Du gibst mir Geld und sagst, bedankst dich auch noch dafür. Ja, coole Sache. Lemon, danke schön. Der ist ja enorm, genau wie deine Mutter. Was? Doch. So. Wir gehen arbeiten. Dizzas, grüß dich, wie geht's dir? Dizzas. Jule! Och, Herm, Jule ist weiterhin dabei. Das ist schön. Baby Dragon, grüß dich. Ja, muss ich dran denken. Hat der Dienstag kein Training? Dienstag wollte ich frei machen. Dann würde ich mal zugucken. Jule, danke schön für 3 Monate. Vielen, vielen Dank für den Resub. Lieb, dass du da weiterhin dabei bist. Dankeschön, Jule. Und Temmel, guck mal, der Temmel zappt hier rein. Temmel, dankeschön. Vielen Dank für den Sub. Dankeschön für die Unterstützung, die du mir mit dem Sub gibst. Vielen Dank. So. Da Hofer, na? Atom, we love you. Ja, I love you too. Sieh so unten zu. Bah, du bist eine Sau in Orion. Du bist echt eine Sau. Ekelhaft. Löwenbaby. Och, Herr, was für ein Name. Löwenbaby, wie süß ist das denn?
Okihin, wie geht's dir? Lizzie sei gegrüßt. Ach ja. Dienstag nur spontan. Ach so, okay. Hat er gerade ekelhaft gesagt? Nee, ich mit T nicht. Immer ohne, ne? Ohne T. Ohne Konsonanten am Ende, ne? Weglassen, ne? Ekelhaft. Haff. Für die geile Unterhaltung kann man sich nur bedanken. Alle einmal Hashtag Danke. Was? Hallo an alle Österreicher. Ja, hallo an alle Österreicher. Hab ich gar nicht. Hab ich überhaupt nicht. Elpato Kuni, wie geht's dir? So, warte, ich muss aufpassen. So, wir müssen aufpassen, Kinder. Wir müssen aufpassen. Wo bin ich? Hört doch auf! Hört doch auf! Du brauchst doch nicht Hashtag Danke zu schreiben. Seid ihr bekloppt? Oh, ihr seid bescheuert. Der ist gleich rot. Aber ich lieb. So. Schluss aus. Dankeschön. Süß. So. Ende. Ihr hört noch nicht mal auf mich, wa? Ihr seid total bekloppt. Warte mal, ich muss mal gucken. Du bist ja wirklich rot. Ja, natürlich. Wenn da so, keine Ahnung, 150, 200 Mann schreiben hier, danke. Das ist doch schön. Das ist doch schön. Wir müssen auf die andere Seite. Komme ich hier rein? Da. Halt, stopp. Jetzt rede ich. So. Wow, so Dexy. Hört auf jetzt. Seid ihr bekloppt, ey. So. Wo muss ich denn hier? Hier geht's irgendwo runter, ne? Da vorne. Ach, das ist eine Bahnschiene, ist das? Oh, das war blöd. Wie soll ich denn? Warte mal. Wer fährt mir denn hier hinterher? Hä? Der hat es befohlen, wir müssen gehorchen. Was? Ich muss hier irgendwie rüber. Mach das mal. Hier. Ist der Motorradfahrer weg jetzt oder was? Jetzt müssen wir leider ein bisschen querfeld einfahren. Ich will hoffen, das Auto hält das aus. Ja, das geht schon. Ah, hier ist ein Weg, okay. So, jetzt lass mich mal gucken, wo bin ich hier? Okay. Oh nee, warte, warte. Ich habe was entdeckt, das muss ich irgendwas machen. Immer wenn ich hier bin, oder? Warte, ich muss was machen. Kneipenschläger, grüß dich. Hallo, Captain Chaos. Was? Wow. So. Das muss ich tun, schnell. Hä? Was ist denn das? Oh. Ja.
So, der läuft jetzt bis Los Santos. Auf Wiedersehen. So. Strobel, moin und ciao. Wie moin und ciao. Na, roll da weiter. Hügli. Hügli, danke schön für den Sub. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Dankeschön, der Hügli. Und Zell. Zell ist im 15. Monat. Vielen, vielen Dank für den Resub. Dankeschön, Zell. Sehr lieb von dir. Und The Mago subscribed hier. Seid ihr irre oder was? Dankeschön für den Sub. Vielen Dank für den Support. Dankeschön. Sehr lieb. Mago. Und der Mike im 8. Monat. Mike, Dankeschön für 8 Monate. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Dankeschön. Der Mike. Bin nach dem Trinken. Ja, wenn ich dran denke, wa? Wenn ich dran denke, Kalle. Ich vergesse sehr viel. Man wird halt alt, weißt du? Wednesday, na. In deiner Jugend Laternen ausgetreten? es gab eine Phase, ja. Es gab eine Phase in meinem Leben, ich glaube ein halbes Jahr. Oder 3 Monate. Nee, 3 Monate, glaube ich nur. Da hatte ich die falschen Freunde, ja. Muss man so sagen. Und da habe ich auch Laternen ausgetreten, ja. Unter anderem. Sunny, na? So. War es ein richtiger Bengel? Nein, ich war lieb. Ich war eigentlich lieb. Es gab nur einmal eine Phase in... Alter, der war auf Alternate aber billiger. Der war auf Alternate aber billiger. 60.000. Der war aber billiger. Hey, wow, das ist viel Geld. Du kannst dir dieses Haus nicht leisten. Also, ja. Muss ich das Geld auf der Tasche haben, oder was? Wieso kann ich mir das Geld nicht leisten? Das Ding nicht leisten? Hä? Muss ich das bar, muss ich ja nicht bar bezahlen? Das geht doch nochmal. Ich fahre da nicht mit 60.000 jetzt hier spazieren. Warte mal, wir haben doch hier irgendwo einen Shop, ne? Da gibt es auch einen Bankautomaten. Ah, da drüben, ne? Ja. Wow, mit 60.000. Stell mal vor, überfällt mich jetzt einer. Habe ich noch zu trinken? Inventar, Cola. Ankunias, Dankeschön für 3 Monate. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Dankeschön, sehr lieb von dir, Ankunias. Das ist lieb. Oh Mann, ey. Falsches Konto. Muss bestimmt auf dem. Es ist ja alles auf dem Privatkonto. Das ist ja alles auf dem Privatkonto. Ich nehme das mal im Bar mit. Also mit so einem großen Auto hier. Hat er vorne gezogen. Marc, grüß dich. Wie geht's dir? Ich hatte das ja schon umgeschachtelt. Alles aufs Privatkonto. Muss mal gucken gehen.
Ich nehme mal ein Bar mit. Genau, ist ein Geldtransporter, ne? Machen wir uns ja nichts vor. Ist ja ein Geldtransporter. So, ich möchte mir aber auch noch was zu essen. No. Was bist du denn hier? Bist du Schneewittchen? Hä? 1, 2, 3, Schneewittchen, das Mädchen ohne Tittchen. Wow. So, na, pass mal auf. So, kaufen. Cola 2. So, kaufen. Sandwich 2. So, Geldautomat. So, wo habe ich die Kohle drauf? Hier, ne? Ne, hier nicht. Auszahlen. Oh. $63.000 auf der Hand. Ey, hoffentlich überfällt mich keiner. Ne, ich habe kein Geld. So. Oh, nee. Hier können wir nicht lang. Da war ein Stein. Alle im Puffi. Was? Wuxi. Das ist ein Hausmeisterauto. So, jetzt bin ich mal gespannt. Oder? Franz, wie geht's dir? Wo war das denn? Muss ich hier hoch? Ja. Schneewittchen? Was habt ihr mit Schneewittchen? Lass Schneewittchen in Ruhe. Kein Arsch, kein Tittchen, sieht aus wie Schneewittchen. Das gute Schneewittchen. So. So, jetzt gehen wir mal probieren. Piept das bei dir auch immer, wenn du rückwärts gehst? Nee. Zell Strike, Überfall, ich geb dir gleich Überfall. Reaper, grüß dich, wie geht's dir? JK, alles gut, dankeschön, und bei dir? Was? Diplom-Biologe. Dankeschön. Vielen Dank für den Zap. Dankeschön für den Einzug in die Ballerbursch. Heißt ihn mal herzlich willkommen. Der hat nämlich Diplom. Vielen, vielen Dank. Hallo Kuto. Zelda? Ja, tatsächlich. Damals auf Nintendo. Auf Nintendo habe ich das mal gespielt. Super Nintendo, glaube ich, war das, ne? So hieß das. Ja. Ach ja. Ja, Super Nintendo, genau. Hallo Diplom. Wiff, ne? So, jetzt bin ich mal gespannt. Dich umzudrehen. Was ist denn das? Was ist denn das? Hä? Warte mal. No. Ja, das ist ein kleiner Trailer. Ja, mehr ist das nicht. Ja, wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Das ist ja schön. Ja, das passt zu Smoker. Wo sind die Schmuddelheftchen? Warte mal. Oh. Wenn das der Walter sieht. Was ist das hier für Dings hier, ne?
für nicht für Haschisch. Wie heißt das? Ein Bong oder was heißt das, ne? Für so Drogenzeug, ne? Wow. Sogar mit Treppenhaus. Alter, unnormal. Ja, aber es ist gut, ist schön. Ist schön. Ist schön. Es ist das erste Mal, dass ich den Wohnwagen begehen kann. Das ist super, das ist super. Von der Breite kommt das ungefähr, ja, ein bisschen hin. Von der Länge kommt das hin. Das ist schon gut so. Das ist super. Ja. Ach, das ist aber schön. Eine eigene Küche. Guck mal, mit Kerzen. Chicken. Was haben wir da? Nudeln mit Hühnchen. Hühnchen. So. Das ist was. Das ist ein Teller. Also, Mikrowelle. Sandwich habe ich auch. Sandwich-Toast. Ein Toast habe ich auch. Guck mal. Und Bier. Nee, Bier will ich keins. Kann ich den Kühlschrank aufmachen? Ja, ihr habt natürlich nichts gesehen, ne? No. Ihr habt nichts gesehen, ne? Ich würde sagen, ja, ne? Warte mal. Cheeseburger kochen, was ist das denn? Was ist das denn? Rezept kochen Cheeseburger. 2 Hackfleisch, 1 Käse, 1 Brötchen. Hä? Was? Kochen Ecstasy-Pille? Kokainstücke? Was? Oh nee, was ist das hier? Was hab ich hier... Warum qualmt das hier in der Bude? Was habe ich mir hier gekauft? Was ist das? Wer hat denn hier gelebt? So ein Drogenboss oder was? No. Ich laufe jetzt überall lang, wo ich eh drücken kann. Warte mal. Kann ich hier mein Schloss da ausstellen? Nee. Hier gehe ich ja wieder raus. Was ist denn hier alles? Wieso kann ich... Hallo? 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 Guck mal, das ist auch noch so, die Berge sind hier, ne? Guck mal. Wie geil ist das denn? Ich habe ein bisschen Angst, muss ich ganz ehrlich sagen, wa? Da krieg ich bestimmt Ärger. Hier kann ich doch keinen reinlassen. Drogenlabor. Vor allem, was ist hier? Alter, was ist denn hier los? Oh Gott. War das im Spiel oder war das draußen? Wow. Kein Fernseher anmachen? Nee, ne? Sonst kann ich nichts tun, ne? Hier, so rauchen kann ich nicht, ne? Nee. Oder? M? Nee, Jobmenü, lass mal gucken. Nee. Wongi, danke für den Host. Vielen, vielen Dank. In Orion! Ich habe schon ein bisschen Angst hier, muss ich ganz ehrlich sagen, ne? Erstmal die Türe zu. So. Ja. Smoker an der Wand. Wer ist der schönste Mann im Land? Ja. Kann ich aufs Klo gehen? Nee, kann ich nicht. Duschen? Ey, was ist denn das für eine Dusche hier? Das ist ja wie 1934. Das ist ja Wahnsinn. Mann. Oh, guck mal hier, Schlafzimmer. Guck mal. Das kann man aber nicht bedienen, ne? Oh, schön, ne?
Oh, ein Bett. An American Divorce starring Jack Moore, Sally Sherman. Okay. We run Los Santos. Los Santos owns you. Wohnt hier noch in einem Haus? Habt ihr doch gerade auch gehört, ne? Egal, aber das mit dem Kochen, das ist irgendwie komisch. Warte mal. Kochen. Ecstasy-Pille. Ein Kokainstück. Wo kriege ich ein Kokain denn her? Rezept kochen, XTC Punisher. Zwei Kokainstücke. Warte mal. Ich weiß, wer das weiß. Onkel Pietner. Elchen, wie geht's dir? Das ist von Smoker der Wohnwagen. Habe ich gerade gekauft. So, erstmal immer fragen. Hallo? Na, Smoker hier. Hallo, Herr Walter. Wo bist du? Bei mir zu Hause. Wo? Wo? Ja, in meinem Haus. In deinem Haus? In welchem Haus? Ja, hier. Herr, ich habe nur eine Frage, Herr Walter. Ja. Wir sind ja Freunde, ne? Da kann ich doch was Vertrauliches fragen, ne? Ja. Nee, ich habe gerade hier so ein Heftchen gelesen, ne? Dass, ja. Dass zum Beispiel Drogen im Umlauf sind in Los Santos, ne? Ja. Unter anderem auch Kokain, ne? Ja. Wo kriegt man das her? Wo du Kokain herkriegst? Ja. Ja, wir haben welches im Kofferraum. Haben wir gerade jemanden abgenommen? Sollen wir dir das bringen? Ja. Hey, wie teuer wäre das denn? Machen wir dann Verhandlungsbasis. Wo bist du denn? Hier oben bei mir zu Hause im Wohnwagen. Komm mal, Komm mal zum Tiki-Lala davor. Weißt du, wo das ist? Nee. Das ist dieser Club, der ganz im Norden von der Stadt ist. Tiki-Lala, guck mal. Ich bin aber ganz im Norden. Ja, dann komm da hin. Ja, wir warten auf dich. Ich muss halt aber noch kochen dann. Ja, komm erst mal vorbei. Tiki-Lala. Ja, ich komm jetzt. Bis gleich. Ich heb dir 5 Minuten. Bis gleich. Ja, tschö. Tiki-Lala. So. Geil. Einfach nur geil. Das ist alles meins jetzt wieder. Ja. In Orion, dankeschön für 2 Euro. Vielen Dank für die Donation. Dankeschön. Sehr, sehr lieb von dir. Der Walter ist immer so herzensgut zu mir, ne? Den kann man fragen, der hilft immer. So. Kokain holen gehen. Ich will auch mal probieren. Cola. Wo ist ein Tiki-Lala? Warte mal. Müssen wir mal auf der Karte gucken. Revel Inside, grüß dich. Wo ist denn hier Tiki-Lala? Yellow Jack Inn. Tiki-Lala. Na. Oh, das schaffe ich 5 Minuten. Das weiß ich nicht, das schaffe ich. So. Ich brauche für eine Pille, brauche ich Ecstasy-Pille, brauche ich ein Kokain. Und was ist Ecstasy Punisher? Da brauche ich 2 Kokainstückchen für. Mal gucken, wie viel der dabei hat. So. Mal probieren. Ach so, wo das ja, wenn du da drin bist, ne? Ja, Chopstick. Garage ist eigentlich dabei. Müsste eigentlich dabei sein. Muss aber gleich mal gucken. Also war es auf jeden Fall auf Alternate, war die Garage dabei. Warte mal, ich guck mal gerade WhatsApp. Nee, keine Nachricht. So. So. Die 8 ist gratis dabei, was? Lieferdienst der Polizei. Ja, Pizzalieferdienst. Chili. Larissa, grüß dich, wie geht's dir? Messmeister Schmoker, what? Wow. 3 Tage wach, was?
King, grüß dich, ne? Alles klar. Schmoker. Smoker, du musst uns. Wir treffen uns nachher, ich muss noch was erledigen. Ja, aber ich will das. Ja, wir haben das im Kofferraum. Kannst du abkaufen. Wie viel? Ja, ich ruf dich gleich an, ne? Ja, dann kommen Sie dann hoch zu mir, dann kann man das direkt machen. Ja, wir fahren jetzt nach Sandy Shores. Wo ist das? Oben da, wo. Warum fahren Sie so langsam? Fahren Sie schneller! Ja, da wohne ich doch jetzt. Da Smoker. Oben unter dem See, ne? Ja, genau. Ja. Bis gleich. Ja. Ja, bis gleich. Tschö. So. So. Dann muss ich ja wieder drehen. So. Smoker wird jetzt Dealer. Nee, Smoker wird kein Dealer. Aber stell dir mal vor, hier in meinem Wohnwagen, da kannst du, weiß ich was machen hier. Mess und alles, das ist der Wahnsinn. Normal ist was anderes. Oh, ich bin ja total verkehrt hier. Oh. Bin verkehrt gefahren, warte mal, ich muss... Oh, nee, was mache ich denn schon wieder? Warte mal. Hier so. Kommt keiner, ne? Oh, die hätten die Straße am Ort weiter bauen können, oder? So. Ja. Hä? Was? Ich bin doch gerade hier hoch. Was habe ich mir denn hier wieder markiert? Junge, irgendwann klatsche ich dich, ohne Scheiß, ohne Scheiß. Wie kann man nur so verpeilt sein, ey? Ich muss Drivers muss ich heute noch putzen gehen. Ich muss Polizei gleich noch putzen gehen. Ja. Oh Mann, Gerrit, ey. So. Ich mal gucken, ob der Brian heute da ist. Puff noch putzen. Ah, können wir direkt mal gucken wegen der Garage. Ich denke mal, ich werde von der Karte her irgendwo hier so. Hier. In den Buden hier irgendwo rumlungeln. Hier, in solchen Buden hier. Das ist direkt hier in der Nähe. Das ist auf jeden Fall Norden, glaube ich. Nur Stress der Smoker. Ja, ist wirklich so. Ach, Herr. Das macht die Aufregung, ja, ne? Drogen. Hat Smoker noch nie was mit zu tun gehabt, so groß. Normalerweise ist hier vorne rechts die Garage. Hier. Aber ist keine da. Hier. Hm. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Red Diamond, grüß dich. Ich müsste die ja sehen. Diesen gelben Kreis, weißt du? Müsste ich ja sehen. Komm, wir gehen nochmal rein. Kann man hier sonst noch was irgendwo reingehen oder was? Nee, ne? Nee. So, und dann gucken wir mal, wo wir hier sind auf der Karte. Ach, das ist vom Spiel, hier redet einer. So, dann mal gucken, wo wir hier sind. Was?
Wie mitten in der Stadt? Aber hier sind doch Berge. Was? Hier sind doch Berge. Hacker, grüß dich. Hä? Ist hier auch ein Fenster? Nee. Siehst du gar nichts. Wow. Jetzt geht es. Aber wie soll es denn dann funktionieren? Auswahlherd. Das muss ich bestimmt in der Tasche haben, ne? Ich brauche ein Stück Kokain. Wo kriege ich denn das her? Der Walter. So. Der Walter muss mir helfen. King Telt. Nette Wasseroptik. Da kommen aber keine Blumen rein. Wir warten jetzt auf Walter. So. Ach ja. Nicht mehr. Wir warten auf Walter. Wer, Herr Bär? Crack kochen? Ja, auch. So. Mal eine piefen. Boah. Ist bei euch auch so warm? Bohammer 8, grüß dich. Gerrit, wie geht's? Mir geht's gut, GameLiker, danke schön. Chefkoch Emre, na, alles gut? Und Streef, grüß dich, na? Mega warm, ne? Ja, es ist ekelhaft wieder. Puffy, grüß dich. Heute 29 Grad hier bei uns. Ne, 30, glaube ich. Aber zum Glück kühlt es ja abends ab, ne? Oder zur Nacht hin. Stell mal vor, hätte es nachts wieder hier 26 Grad oder so. Boah. Was, mein Mann hat einen Ventilator an. Nun habe ich eine Strickjacke an. Echt? Morgen sollen es um die 30 Grad werden, ja. Ja, soll warm werden die Woche. Wie lange machst du heute? Eigentlich bis 24 Uhr, Kirito. Eigentlich. Geile Aussicht, ne? Ja. Das stimmt. Geile Aussicht. Regen hätte ich gerne. Ja, ich auch. Mülheim Tell. Ach ja. Gedonnert und geregnet. Och, Herm. Och, Herm. So. Di, 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 di. Vielleicht kannst du das mit den Pillen als Nebengewerbe anmelden? Was? Hör auf, ey. Ich kriege eh gleich schon wieder Ärger. Ja. Hm. Ich wusste gar nicht, dass es das Gelände wirklich gibt, ne? Wusste ich nicht. Ich dachte, das wäre irgendwie so Fantasiegelände oder sowas. Aber ich habe mich ja von euch aufklären lassen, dass das wirklich existiert, das Gelände, ne? Was habe ich verpasst? Den Wohnwagen. Du hast den Wohnwagen verpasst. Wir können da Drogen kochen. Der Muckner. Und hat dich der Walter wieder mal veräppelt heute Abend? Nee, noch nicht. Kann man deinen Wohnwagen reingehen? Ja, kann man. Das ist Hollywood-Gebirge für Arme. Was?
Ja, aber bestimmt teuer ist doch Amerika, ne? Weißt du, da allein der Flug kostet und sowas alles. Nee. Nee. Nee, nee. Eumloschi, grüß dich. PDSLP, wie geht's dir? Wer hat denn von euch jetzt Urlaub? Wer hat denn jetzt Urlaub und wer muss denn morgen wieder arbeiten? Hedda, grüß dich, wie geht's dir? Wow, Kuro. Ja, den habe ich gekauft, den habe ich gekauft. 60.000 Dollar eben. Urlaub, 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 Urlaub. Guck mal. Wow, Negalia arbeiten. Urlaub, Urlaub, arbeiten. Urlaub, Urlaub vorbei. Wow. Ist noch bis Dienstag. Urlaub ist erst zur Gamescom, okay. Muss morgen wieder arbeiten, arbeiten, arbeiten. Aber viele haben Urlaub gerade, ne? Habt ihr schönes Wetter, das ist doch schön, oder? Master Taolin. Spooky. Team Urlaub, okay. Heike. Heike Serra, wie geht's dir? Ach, Herm, ja doch, ich darf das sagen. Ich darf das sagen. Ich nenne ja keinen Namen. Ich wurde heute über Facebook angeschrieben. Ich find das so süß. So schön. Ein Mann hat mich angeschrieben, ich schätze mal auf 40. 40 Jahre oder so, ich weiß es nicht. Hallo Gerrit. Ja, ich mit meinen eigenen Worten jetzt, ne? Ich werd jetzt öfters bei dir zuschauen. Ich bin kein Sub mehr bei dir. Ich bin dir fremd gegangen und so, ne? Und ich auch, Herm, ist doch nicht schlimm und so, ne? Ja, doch, und du bist ein super Kerl und ich schau dich jetzt wieder und du kriegst auch wieder einen Zap von mir und so, ne? Tut mir leid, dass ich fremdgegangen bin, ne? Ich, das meiner Frau, ich sag, überleg mal hier so und so, ne? Och, Herm, ne? Ja, und dann hat er auch direkt, ich saß ja am PC bei dem Schreiben, ich hatte keinen Stream an und dann sehe ich dann direkt, ja, für 6 Monate direkt $9,99. Wahnsinn, ne? Total süß. Und das von einem Mann, ne? Hammer. Ja, finde ich schön. Nicht nur Frauen haben Gefühle, auch wir Männer, ne? Ja. So. The Teach, danke schön für 10 Monate. Vielen Dank für den Resub. Dankeschön. Sehr, sehr lieb von dir, The Teach. Und Klopomeister, der subbt hier rein. Dankeschön für den Sub. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Dankeschön. Sehr, sehr lieb von dir. Darum meine ich auch Gamescom oder so. Einfach ansprechen, keine Angst vor mir haben, ich weiß nicht. Ich bin zwar, ne, gut gebaut. Ja, okay, nicht nur in der Hose. Auch jetzt so vom Körperlichen her, ne? Also keine Angst haben, ich tue nichts, ich weiß nicht. So. Ach ja. Gerrit gewinnt alle Männerherzen. Was? Wow. In Köln, ja. Haha, Damir. Gerrit, der will nur deinen Körper. Meinst du? Wow. Hunde, die bellen, beißen nicht. Die haben aber auch Zähne. Ja. Neobarmut. Sollte Smoker nicht zu Walter? Nee, der ist ja jetzt im Norden hier. Der ist ja jetzt hier in der Gegend. Ich warte jetzt praktisch auf den Anruf von dem. Sollte dir zu denken geben, dass sich nur Männer anschreiben. Ja, das wohl war. Wow. Hab ich noch gar nicht drüber überlegt. Ja, Wahnsinn, ne? Vorsicht. Gerrit sagt immer nur, er beißt nicht. Anschließend sticht er in euer Herz und ihr verliebt euch in ihn. Nein. Wallace, grüß dich. Na, alles gut? Was machen damit, wenn sie nicht beißen? Ein kaputt grinsen, ja. Oh, kann ich jetzt mal Rollo hochmachen hier? Ich möchte was kühle Luft hier drin haben. Ist direkt Köln. Gamescom ist direkt in Köln, ne? Ja. Ich werde dann wieder, wie immer, Freitag, Samstag sehr wahrscheinlich Parkplatz Nord, werde ich immer parke ich immer. Und dann fahre ich mit diesem Shufflebus, ne? Fahre ich dann zu Gamescom hin, zum Gelände, ne? Ja. Das Gerrit Bienchen sticht. Was? So.
Warst du in die Zähne aus dem Mund, hat die Zunge freies Spiel? Nee, das ist alles echt. Das ist alles echt. Freitags bist du auch auf der Gamescom, ja. Ja, ja. Du wohnst in Köln? Nee, aber die Gamescom ist in Köln. Wäre auch gern da. Haben sich deine Nachbarn schon mal beschwert wegen deiner Subglocke? Nee. Nee, nee. Noch nie. Würden die auch nicht tun. Nein. Um Gottes Willen, nein. Wir wohnen eigentlich sehr günstig hier, muss ich sagen. Wie ist dein Kennzeichen? What? Ich glaube, da steht nur ein Tivoli, ein Sasanjong, ein Koreaner auf dem ganzen Parkplatz. Da bin ich mir sicher. Kostet der Parkplatz was, wo dann... Ja klar, der kostet 10er am Tag. Für den ganzen Tag 10 Euro. Da muss man sich überlegen, was da reinkommt, wa? Ich weiß jetzt nicht, die haben ja viele Parkplätze da, ne? Parkplatz Nord, West, Süd, Ost und weiß ich was. Und das sind riesen Parkplätze. Ich wusste die Zahl mal, wie viele Autos auf so einem Parkplatz, das hatten wir schon mal, glaube ich, das Thema, wie viel Kohle da zusammenkommt. Das war knapp 1 Million oder sowas an Parkgebühren in 5 Tagen oder so, ne? Das war Wahnsinn. Ich habe kein Geld, um dir zu haben, bist trotzdem der Beste. Musst du doch auch nicht. Du bist doch anwesend, das ist doch schön. Marmorheld, wissen deine Nachbarn vom Smoker? Jein. Ein Pärchen hier, die wissen, dass ich was im Internet mache, weil wenn die hier vorbeigehen mit ihrem Hund, wir wohnen ja unten, sehen die mich ja immer. Die sehen ja auch hier den Noppenschaum und Monitore, können die auch so ein bisschen sehen, ne, wenn die hier vorbeigehen. Und die haben mich schon mal drauf angesprochen. Hey, was machst du da? Und so, ne? Bist du Radiomann oder so, ne? Und dann noch so ein anderer Mann mit dem Hund. 14.500 Parkplätze. Ja, jetzt überleg mal, wa? Das sind 145.000 Euro mindestens, am Tag. Manche Parkplätze werden ja 2- bis 3-fach belegt. Oder sagen wir zweifach. Sagen wir 145, sagen wir mal einfach 170.000 am Tag. Alter, das ist viel Geld, ne? Herr Maiskorn, na? Du bist echt einer der Besten. Echt? Dankeschön. Die Nachbarn sind Abonnenten. Nee. Die Spanner, das auch, ja. Sunny haut ein Subgeschenk raus. Dankeschön. Sunny, dankeschön für das Subgeschenk. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Und herzlich willkommen, Gandalf the Pink. Danke. So, jetzt trinken wir noch was, dann rufen wir den nochmal an. Ach ja, das verdienst du doch in einer Woche. Oh Gott, das werde ich mein ganzes Leben nicht verdienen. Ne? Mann, Walter, komm, Junge. Ansonsten hau ich ab hier. So. Ja, LSPD 99? Schmoker hier, hallo, ich erkenne Herrn Walter. Ja, kommen Sie zum PD. Jetzt. Hä? Der will mich nur verarschen, ne? Was? Nachtschatten 94. Dankeschön. Vielen Dank für den Zap. Dankeschön, dass du mich so, ne? In der Form, ne? Unterstützt. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Nachtschatten. Und wer zahlt den Strom und die anderen Kosten für das Parkhaus? Was für Kosten? Welches Parkhaus denn? Das sind freie Flächen, sind das? So wie hier. Da ist auch nichts mit Laterne und so. Nein, da stehen dann, das sind wirklich freie Flächen. So wie hier. Und da stehen alles Autos. Da haben sie dann 2, 3 Zelte stehen da, ne? Wo die Security sich, also die Parkplatzwächter sich da aufstellen können und die Kassierer mal unterstellen. Und wo die Busse da halten, ne? So eine mobile Bushaltestelle. Ja, das war es. Ach, Parkhaus weiß ich nicht. Ich kenne nur die freien Parkflächen.
Ich kenne nur die freien Parkflächen. Katashio, guck mal, wir haben noch einen. Jubelt und preiset ihn. Katashio, Dankeschön für den Zap. Vielen, vielen Dank für den Einzug in die Ballerburg. Dankeschön, sehr, sehr lieb von dir. Katashio. Ich würde den Gerrit gerne mal bei HWSQ sehen. Wäre sicher lustig. Ah, du meinst hier, dass das, was Tobi, Curry, Pan und Kronk machen da. Das meinst du, glaube ich, ne? Die Kassierer sind auch da. Ja, das stimmt. Jubelt und preiset ihn, genau. Also dann, achso, dann, aber, ja, dann weiß ich, wo ich Geld. Das ist das Gleiche, das ist Wahnsinn. Wenn du die richtige Location hast, zum Beispiel hier Aachen, das Aachener Klinikum, das Fabrikkrankenhaus, muss man ja so nennen, vom Aussehen her. Du hast da Parkplatzmangel. Hoch 100, wirklich. So, und rundherum, nee, von der Vorderseite nicht, aber die, wenn du davor stehst, die linke Seite und dahinter alles, alles Felder, soweit das Auge reicht, alles von den Bauern. Und die, also wenn mir da Felder gehören würden, ich würde schneunlichst gucken, dass ich da Parkplätze machen könnte. Unglaublich. So. Hä? Warum muss ich mich denn jetzt hier? Ich fahr mal hier lang. Schwiegermutter geht's besser. Da müssen wir morgen wieder hin. Morgen müssen wir wieder zur Schwiegermutter. Pillendöschen auffüllen und so was alles, weißt du? Krieg ich hier nicht mehr hin. Trinkst du gerne Energy-Drinks? Wenn ja, welche? Was? So. Ich bin im Aachener Klinikum geboren. Echt? Wow. Wo bin ich geboren? In Birkesdorf. Bei Düren. Im Birkesdorfer Krankenhaus. Gerrit trinkt nur Runtime. Nein, das stimmt nicht. Nein, das stimmt nicht. Und Getränkedosen habe ich eh keine mehr. Ich habe zwei Beutel Original noch hier. Oh, ich weiß nicht, ob das noch gilt. Runtime hatte eben gepostet, wenn ihr jetzt Runtime kauft, irgendwie Nachschub oder was, ich habe Neubestellung, da gibt es einen Gutscheincode. Wenn ihr jetzt hier unten Runtime anklickt und den Gutscheincode, müsst ihr mal auf Twitter gucken, für die Weltmeisterschaft. Da kriegt ihr, glaube ich, 10 Euro Rabatt oder sowas. Hatte ich gelesen. Harlem Kelt, grüß dich. Bündel, wie geht's dir? Den Runtime Shaker. Ja, das sind noch 2 Monate jetzt, glaube ich, ne? 2,5 Monate. Ja, und wenn das weiterhin so läuft, ja, auf jeden Fall. Haben wir bald unser eigenes Meal und einen eigenen Shaker, ja. Das geht fix, ne? Ja. Bananenvorhaut, na? Dino, alles gut? Dr. Butten. Frankreich ist Weltmeister. Ja, ich hab's schon mitbekommen. Was wäre der Geschmack von deinem Meal? So Karamell, Honig, irgendwas. Keine Ahnung. Irgendwie sowas mit Karamell. Mir geht's gut, Bündel. Dankeschön. In Birkesdorf ist auch meine Tochter geboren, ja? Okay. Ja, ich bin da auch zur Schule gegangen. Hauptschule in Birkesdorf. Ich weiß nicht, ob es immer noch eine Hauptschule ist, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Oh, Affenhaus, dankeschön für 8 Monate. Vielen Dank für den Resub. Dankeschön, sehr lieb von dir, Affenhaus. Nougatspalte, wie geht's dir? Schison, ne? Ein Shaker in Hutform. Was? Ja, vielleicht, ich denke mir mal den Smoker-Hut da drauf. Dunze, ne? Dummkopf. Ja. Lord Golby, wie geht's? So. Geradeaus, ne? Wie sieht das eigentlich aus mit dem Streamer? Was? Wie sieht das eigentlich aus, wenn man diese Streamer-Packs kauft, bekommt ihr als Streamer einen... Ja klar, wenn du zum Beispiel jetzt runterscrollst, da ist ja das Runtime-Logo bei mir.
Oder jetzt Noble Chair oder Amazon Button unten. Das sind alles Verlinkungen. So, dann gelangst du jetzt zum Beispiel auf die Runtime-Seite und wenn du dann was kaufst, zum Beispiel du kaufst ein Starter-Pack, ich sag mal für 12,99 von Runtime, davon kriege ich 10%. Ja, genau. Ja. Und damit supportest du mich ja dann auch. Und tust dir natürlich was Gutes, ne? Wenn du faul bist und keine Bock hast zum Kochen. Wo ist dein Porsche hin? Der ist oben am Firmengelände. Was hast du gelernt, Lagerverwalter? Oh, der Rand, der haut jetzt alles raus hier. Der Rand haut jetzt alles raus. Ach, Herr. Ach, Danny. Wow, Danny. Bin ich richtig noch? Ja, bin ich noch. In der Ego-Perspektive, warum? Ach, guck mal, hab ich auch noch nicht gesehen. Guck mal! Das habe ich auch noch nicht gesehen, wa? Auch gut. Das ist ja was wie ein Bus hier. Guten Abend. Na, hallo. Alles gut bei Ihnen? Ja, und selber? Alles super. Warum kann ich mein... Ist das Ihr Motorrad? Ja, ich kann es gleich wegfahren. Warten Sie mal. Moment, ich fahr's weg, ist ja kein Problem. Ein Stückchen vielleicht vor. Das will ich. Ja, Moment, ich fahr's hinter. Dankeschön. Bitte. Ich hätte mal eine Frage an Sie. Ja. Sie sind ja hier im Hausmeisterservice, wurde mir gesagt. Wer sagt das? Die Stadt. Ja. Und jetzt geht es um Folgendes. Ich bin der Besitzer von Bennys. Ja. Und mir wurde gesagt, wenn ich mal einen Schlüssel brauche, soll ich mich an Sie wenden. Ja, richtig. Jetzt sind Sie relativ schwer aufzufinden. Haben Sie denn Mitarbeiter, die in der Regel aktiv hier in der Stadt sind? Nee. Wie macht man das denn am besten, Sie zu erreichen, wenn man mal einen Schlüssel braucht? Wir stehen da jetzt hier. Peter, Wagner, Bennys. Nee, wir stehen da jetzt hier. Ach so, ich dachte, er steht hier, kein Problem. Momentan brauche ich keinen. Ich hatte aber vorgestern das Problem, dass ich 5 Schlüssel gebraucht hätte. Und dann hat mir der Bürgermeister ausgeholfen, weil leider kein Hausmeister in der Stadt war. Oh. Ja. Der Bürgermeister hat Ihnen mit 5 Schlüsseln ausgeholfen. Richtig, der hat dann einen Schlüsseldienst organisiert aus woher auch immer. Das weiß ich nicht, da habe ich nicht nachgefragt. Wie heißt denn der Bürgermeister? Oh, den Namen kenne ich nicht. Der ist immer sehr versteckt. Wie versteckt? Ja, das hat die Sekretärin alles abgewickelt. Er hat nur sein Okay gegeben. Der A hat eine Sekretärin? Ja, ich gehe davon aus. Ja, ich denke, die Sekretärin hat alles abgewickelt. Ja, richtig. Dann haben Sie die doch kennengelernt, oder nicht? Ja, natürlich, aber Namen weiß ich leider auch nicht. Wissen Sie auch nicht, aber Sie wissen, dass die von der Stadt war? Richtig, ja. Wo haben Sie das denn gesehen, dass die von der Stadt ist? Ja, es ist ein kurzes Telefonat. Ja, ich merke schon, Sie wollen mich auf den Arm nehmen, Sir. Ja, brauchen Sie jetzt keinen Schlüssel mehr? Momentan nicht. Mir ist nur wichtig, wo kann ich mich denn hinwenden, wenn keiner von Ihnen da ist. Rufen Sie mich einfach an. Können Sie mir Ihre Nummer geben? Ja, das wäre super. Das ist die 55. Sekunde. 5-5. So, die Nummer war nochmal? 5-5.
Ja. 67104. Wunderbar. Wenn Sie wollen, wir haben noch nie sprechen können. Ich würde Ihnen anbieten, wenn Sie zu uns kommen und was lackieren wollen, würde ich Ihnen 10% anbieten. Wofür? Ja, Rabatt. Kann ja sein, dass Sie mal ein Fahrzeug haben, wo was lackiert werden muss oder so. Und dafür dann kommen Sie vorbei. Da soll ich dann Schlösser tauschen. Oder was meinen Sie jetzt? Nee, es geht um eine Lackierung, wenn Sie es brauchen. Ach so. Ja. Wir haben jetzt auch seit ungefähr einer halben Stunde auch ein bisschen was Tuning betrifft. Ja. Auf dem Fahrzeug brauchen Sie natürlich keinen Spoiler oder so, aber vielleicht brauchen Sie ein bisschen einen besseren Motor oder sowas. Können Sie auch gerne. Machen Sie Tuning? Richtig. Ich habe so ein Pfister Custom Comet. Okay. Kennst du das? Habe ich jetzt kein Bild vom Auge, aber du könnt gerne mal vorbeikommen und dann können wir schauen, was man machen kann. Porsche. Ah, so ein Porsche-Verschnitt? Ja. Ah, den habe ich sogar schon mal gesehen, der stand bei... Der schwarze. Ja, bei Paradise stand der. Ja, richtig. Ah, das war irre. Ja. Ah, schönes Auto. Ja. Was kann man denn da machen? Wir können da auf alle Fälle bestimmt den Motor ein bisschen hochschrauben. Wir können auch eine Clownshupe einbauen, wenn Sie das möchten. Eine was? Eine Clownshupe. Was war das da denn? Ja, Sie kennen doch das Geräusch, wenn man beim Clown diese Dröte drückt. Ja. Ja, so klingt dann Ihre Hupe. Was kostet? Ich glaube, da liegen wir bei, muss ich gerade überlegen, ich glaube $1,500. Wann? Sie können gerne vorbeikommen und dann schauen wir uns das einfach an. Wir haben jetzt, Zeit nicht, aber... Kommen Sie vorbei, es ist ein hoher Ansturm gerade. Entweder komm ich heute oder Mittwoch. Muss mal gucken. Gerne. Ja. Kommen Sie einfach vorbei, Sie sind herzlich willkommen. Ja, gut. Und wenn was ist, rufen Sie mich einfach an. So machen wir das. Okay, dann einen schönen Tag, Herr Benny. Ihnen auch. Tschö. Tschüss. Der kann Clownshupe machen. Hey. Das war fies, ne? Ich schau dir die Sekretärin lieber selber an. Schön. Smoker, komm mal mit, bitte. Der Koksmann ist da. Was? Einen schönen guten Abend, Herr Smoker. Na, hallo. Hallo zusammen. Hallo, Herr Smoker. Den Dienstwagen bitte hinten ein und das Scheinwerfer bitte hinten auf. Na, wo geht ihr denn hin? Ja, warte, Smoker. Ja. Wir machen einen Betriebsausflug. Okay, wohin? Jungs, jetzt wird's lustig, okay? Das mache ich jetzt aber alleine, warte. Oh, wo habe ich Knarre in der Hand? Ups. Ja. Komm, Smoker. Ja. Wer kommt mit? Was? Hä? Versteht die Welt? Komm mit, Jungs. Wir sollen mitkommen. Wo gehen wir denn hin? Auf dem Hof hinten. Na so. Sie sollen das Fahrzeug nicht einparken, sondern einfach nur hinstellen. Fahren Sie bitte ein Stück zurück. Dann parken Sie neuen aus. Habt ihr das alles in der Garage? Mhm. Toll, warte mal, ne? Smoker. Mhm. Na, komm mal her kurz. Ja. Meine Damen und Herren, so, ja. Das ist der Herr Smoker. Hallo. Der Herr Smoker hat mich angerufen. Ja. Und der Herr Smoker, wir sind ja der Freund und Helfer, der Smoker würde gerne ein paar Tonnen Kokain kaufen für sein Haus. Ah, weil er eine dicke, fette Party machen will. Und wir wollten, dass der Rekrut das mal dem Herrn Smoker erklärt, wie man das kriegt, weil wir haben ja sehr viel davon im Kofferraum. Richtig, Jungs? Richtig. Richtig. So. Die 12, machen Sie den Kofferraum auf. Smoker, komm mal mit. Herr Smoker, dann erklär doch mal dem Herrn, wie war nochmal Ihr Name, 12? Villas. Villas, erklär doch mal den Herrn Villas, was du für ein Anliegen vom LSPD hast. Vielleicht kann der Herr Villas dir helfen. Ja, ich hatte Sie doch angerufen, nicht an LSPD. Ja, aber das LSPD ist eine Familie, wir helfen dir gerne. Du siehst das. Nein, erzählen Sie mal. Ja, ich hab mir einen Wohnwagen gekauft, ne? Und ich weiß nicht, wer da vorher drin gewohnt hat. Und da ist auf jeden Fall ein Herd drinne.
Und da liegen auch Zettel oben, wie man sowas alles, so Krack und so ein Kram alles macht, ne? Und da wie man was macht? Dieses was? Cracker oder wie das heißt. Da. Kekse. Ja, Kekse, glaube ich. Und Keksrezept. Da, und da steht drauf, ein Kokain und für Jans zwei oder so. Was möchtest du denn jetzt von uns, Smoker? Ja, ich würde mal Cracker machen. Also brauchst du Kokain? Ja. Ja, was zahlen wir dem? Weil wir haben genug in der Savannenkammer, wir haben Überschuss. Herr Villas, was würden Sie für einen Preis vorschlagen? Scheiße, muss er eben. Was ist es denn Ihnen wert? Ich will das ja nur, wollte das ja nur probieren. Ich kenne das ja nicht. Irgendwie so eine Probierprobe? Ja. Und da sind Sie der Meinung, dass das LSPD Ihnen ein Probepäckchen zukommen lässt? Du bist halt quasi ein Arbeitskollege, ne? Ich hatte ja den Herrn Walter angerufen. Ich meine, eine weiße Nase haben wir doch alle irgendwo, oder? Ich meine, guck mal, wie viel der Ralf arbeiten muss. Der hat doch bestimmt eine weiße Nase, eine richtig weiße Nase. Anders hält er den Druck ja gar nicht aus. Ja. Oder bitte? Können Sie mir denn vielleicht sagen... Nö. Kann ich wieder gehen? Ich fühle mich unwohl. Wieso? Nee. Smoker, nein, du bist doch unser Kollege. Du hast bei uns gearbeitet. Du putzt unser PD wunderschön sauber, du kannst ruhig hier bleiben. Ja. Du gehörst zur Familie. Ja. So, Herr Willers, erklären Sie es doch mal jetzt. Haben Sie denn schon mal bei uns irgendwo LSPD frei, verkäuflich oder ähnlich Kokain oder ähnliche Substanzen gesehen? Nee, gesehen noch nicht, aber gerochen. Wie kommen Sie dann darauf, dass Sie sowas bei uns erhalten? Ja, weil das da riecht manchmal, wenn man da am Schalter steht und der Typ, der dahinter steht, der riecht immer so komisch. Okay. Der Typ riecht nach... Der hinterm Tresen steht. Ja, ich weiß aber nicht mehr, quasi an der Leitstelle steht. Wer das war, das weiß ich nicht mehr. Das war ja auch nur eine Frage. Fakt ist, bei uns erhalten Sie dies nicht. Ja. Wir sind kein Umschlagplatz für solche Substanzen. Wo kriege ich das denn her? Das können wir Ihnen nicht sagen. Aber nein. Wenn Sie das mal wissen, dann sagen Sie es uns mal. Genau. Wir wollen das ja auch mal backen. Kochen. Seid doch mal nicht so asozial. Gebt ihr doch erstmal eine Kostprobe wie so ein Parfüm. Was ist denn los mit euch? Pass auf, Smoker, wir machen einen Deal, ja? Ja. Ja. Backen alleine macht ja keinen Spaß, ne? Deswegen, wenn du deinen Wohnwagen hast und du hast irgendwo Koks angekauft, rufst du an und wir kommen alle vorbei und backen mit dir eine Runde. Genau. So, ja. Ja. Wie so eine Weihnachtsessen. Am besten schreiben Sie sich noch den Namen auf und die Telefonnummer von dem Herrn, wo Sie das gekauft haben. Ja. Dann können wir alles selber kaufen, dann bleiben die Kosten gar nicht bei Ihnen liegen. Und dann backen wir zusammen so Kacke und sowas. Wir zusammen. Ja, machen wir zusammen. Ja, toll. Ja, dann telefoniere ich gleich mal rum. Ne, wenn du was hast, rufst du uns an oder mich oder wen, dann kommen wir mit der ganzen Familie. Und du musst uns. Wichtig ist nur, damit wir mit dir backen können, müssen wir natürlich wissen, wer derjenige ist, der dir das Backmaterial gegeben hat. Weil wir wollen ja auch ein Backzeug mitbringen. Ach so, wegen der Herkunft und sowas alles. Ja, genau. Ja, ob das alles so wirklich fair ob das haltbar noch ist und alles. Ne? Ja. Ob es gute Qualität ist, die testen Qualität das dann. Und so, ne? Ja, Kinderarbeit. Ich kenne mich da aus. Ne? Dann mach dich mal auf den Weg und dann rufst du an, ne? Ja, mach ich. Ja, dann noch einen schönen Tag, ne? Ne? Tschö. Hast du die Klos geputzt? Ne, ich bin da gerade erst gekommen. Ja, dann gib Gas. Ja. So kriegt ihr wieder ein Tritt hier. Ne. Tschö, ja, hast du die Klos. Dann wollen wir direkt mal anrufen. Mann aus Amerika ist nicht da. Auch nicht da. Okay. Bio-Crack. Weil XMA grüß dich, wie geht's dir? So, gehen wir erstmal telefonieren. Putzen. Hat den armen Smoker am liebsten weggesperrt. Ach, Herr Arm. Lupen rein, grüß dich, Kugelschreiber, wie geht's dir?
Wie der immer mit dem linken Arm macht, der Smoker hier, ne? Wenn er aber trägt. Juppidi. Aber Reitner und Dr. Mammutbaum, Dankeschön für 8 Monate. Vielen, vielen Dank für den Resub. Dankeschön. 8 Monate, kaum zu glauben, wie die Zeit vergeht. Vergeht schnell, ne? Daran merken wir aber auch, dass wir alt werden, ne? Oder? Ja, ne? Crazy Carlton. Solange du über den Link unten kaufst, ist mir das doch egal. Das ist mir egal. Entweder du klickst unten den Link Runtime an, bestellst dann mit dem Gutscheincode Gerrit, kriegst 10%, oder mit diesem Code für Fußball da 10 Euro Rabatt. Musst du gucken. Herr Smoker. Solange du aber über den Link bestellst, über meinen Link, ist das gut für mich. Ja, bitte. Ja, was kann man für sie tun? Ja, ich putze. Mach sauber. Ja. So. Ja. Rohrschneider, danke für den Host. Rossi, schlaf gut. Was ist das? Oh. bei dem. Krill, danke schön für 100 Bits. Vielen, vielen Dank für die Donation. Ich muss jetzt mal gucken, wo der zweite ist. Ich sehe ihn gerade nicht. Ja. Oh, wie gemacht sein? Ja. Ich glaube, es war. Keine Absicht. Was? Surfy! Ja, ne? So familiär, ne? Das finde ich auch schön. Weißt du? Das finde ich auch richtig schön. Dieses familiäre hier. Einer hilft dem anderen oder versucht wenigstens zu helfen. Surfy, dankeschön für 5 Monate. Vielen, vielen Dank für den Resub. Dankeschön. Black Sun grüßt dich. Paul Blue, wie geht's dir? Vanessi, Regontana. Wieso hast du Ecstasy dabei? Habe ich damals zugesteckt bekommen. Ich weiß gar nicht mehr warum. Ah, gilt ab 40 Euro. Okay, okay. Dann nimm lieber, wenn du ein Starterpaket bestellst oder so, Gerrit als Gutscheincode, dann kriegst du 10%. Nur Burger, heute wieder Burger. Burgerfleisch, total lecker. Ja, ist unnormal warm. Wartet. Auf jeden Fall hat er dann Herrn Kettler kontaktiert. Der hat mich damit ins Boot geholt und die sagte, wir müssen das auf jeden Fall mit dem PD besprechen. Zumal er einen kompletten Namen und Telefonnummer hat. Zum einen jetzt erstmal nur, dass, falls irgendwas sein sollte, dass man, dass das PD Bescheid weiß, einen Ansatzpunkt hat, wer die Person denn sein könnte, die da was... Ehrlicherweise muss ich jetzt einmal den Herrn Martinez dazu holen, weil ich bin Montag, Dienstag nicht da. Ja, okay. Und der muss mich dann vertreten. 62 für die 84 kommen. Ja. Martinez, du musst dir das bitte hier anhören, weil ich bin Montag, Dienstag nicht da, deswegen ist das eher ein Fall für dich. Ich höre. Okay, wir fangen nochmal vorne an. Also. ich habe den Namen schon wieder vergessen, ich bin schlecht im Namen. Der Herr Whiteford. Herr Whiteford, genau. Der Herr Whiteford wurde heute am Stadtpark, nachdem er erzählt hat, dass ein Bekannter von ihm irgendwann ein Konzept anreichen möchte für einen Waffenladen, wurde er... dazu genötigt, gedrängt, dass er Preise und Waffen von Militärwaffen und Lieferungsmöglichkeiten mit Militärwaffen klar machen soll. Damit kam er zu Herrn Kettler. Herr Kettler hat mich ins Boot geholt. Ich habe gesagt, wir müssen mit PD sprechen. Er kennt einen kompletten Namen und Telefonnummer von dem Herrn, der ihn ständig anruft, eben auch wieder. Wer soll das denn sein? Oh, Rex. Oh, das war viel. Das war viel. Dankeschön für 1500 Bits. Vielen, vielen Dank dafür, mein Freund. Manchmal muss man dem Gerrit was gönnen, wenn ich in letzter Zeit so selten zuschauen kann. Vielen, vielen Dank. Dankeschön, Rex. Sehr lieb von dir. Haut mal lieber raus. Wow, Lokuto. Beschwer dich.
Luxordias, schlaf gut. Hardy, wie geht's dir? Komm mal an der Flausch, ne? Genau. Wenn der Urlaub so scheiße beginnt, wieso war das los? Paradox, grüß dich. Pierre, alles gut bei dir? Der gute Pierre. Hier höre ich aber nichts, ne? Dass da nicht erst erörtert werden muss, was war überhaupt los, was ist überhaupt passiert, worum geht es überhaupt, dass man auch schon Namen hat, wo man ansetzen kann, in dem Fall dann. Wenn er sie morgen anruft. John? Ja, treffen Sie sich mit denen, sagen, die wollen die Waffen kaufen. Dann kommen sie umgehend zu mir. Oder wenn sie heute. Nicht kaufen. Achso, verkaufen. Also er sie verkaufen möchte. Er soll sie beschaffen und ihm verkaufen, damit er sie weiterverkaufen kann. Schwierig. Ich würde ja gerne Waffen. Uninteressant. Waffengeschäfte ist nichts für mich. Wer sind das? Na, Wind. Hallo. Na, wie geht es dir? Ach, Herr Rainer? Rainer, genau. Was machen Sie? Wieso sind Sie bei der Polizei? Da bin ich ja schon viel länger immer. Echt? Natürlich. Lange nicht gesehen. Was macht die Liebe? Nee, ganz knicken. Nichts mehr da, und oder was? Hast du irgendwas Schönes erlebt oder so? Ich hab mir eben Wohnwagen gekauft. Echt? Ja. Ja, Rainer. Ja. Ich hab das schon mit dem Walter besprochen. Da ist. Ich weiß nicht, wer der Vorbesitzer da war, ne? Aber da ist. Wollen wir mal hinfahren? Ja, Herr Wald, Herr Rainer, da ist ein Herr, da kann man kochen. Da haben Sie Kokain? Was? Ich guck bei der Wartekammer. Oh Gott. Herr Rainer. Ich geh mal gucken. Guten Tag. Jetzt kenne ich ja irgendwoher. Haben wir uns nicht mal beim Stadtpark kennengelernt? Ja, haben wir. Ah, wie geht es denn Ihnen? Ja, mir sehr gut. Und Ihnen? Ach, gerade wenig zu tun. Was mit mir wenig anzufangen. Was machen Sie denn? Gar nichts. Ich versuche hier reinzukommen. Ich wollte den Schiefbissen stalken, dass sieht man mit dem reden kann. Ja, dann stellen Sie sich doch einfach da vorne an die Scheibe, dann sieht er Sie. Ach. Netter Hut. Ja, passt gut zur Uniform. Also. Ja, Ihr Hut natürlich auch. Ja. Genau. Ja, Herr Rainer, ja, wir können ja mal fahren. Wir sprechen das mal woanders. Ne? Ja. Was? Nee. Alles gut. Alles gut. Da ist der Chef hier, der Blonde, das ist der. Ja, ich hab den schon mal. Gehen Sie mal zu dem. Ja, mal wenn ich sehe, dass er ein bisschen weniger Stress hat, natürlich. Über Smoke kommen wir mit. Ja, schönen Tag noch, ne? Ebenfalls. Rainer. Na, hör mal. Hör mal, was willst du damit? Nee, ich hab den Wohnwagen. Weißt du, wo der bunte Platz im Norden ist? Wo die Raumschiffe früher gelandet sind? Wo die Aztea, die Imkas. Lass mal hinfahren. Ja. Hast du was bei? Sowas? Was willst du damit? Ja, das kann man da irgendwie. Irgendwie kann man kochen, da Cheeseburger und Cracker und sowas. Willst du fahren? Ich weiß nicht, wo das ist. Ja, ne, fahr ich. Was ist denn das für ein Auto? Was ist denn das für ein Auto? Also, ja. Oh ja. Was du machst. Ist das Ihr Auto? So. Toll. Haben Sie aber ein schickes Auto. Hast du den? Oh.
das ist aber ein schickes Auto. Ja, geht ne. Schön. So, einmal da. Dann fahre ich mal lang. Wo, seit wann hast du den Wagen, Rainer? Ja, schon verhältchen, aber ich hab letztens noch eine Pension zurückbekommen, bevor mich damals der Schief und rechte Klasse hat. Abfindung, ne? Vom wegen aber Krankenhaus? Da. Nee, davor. Da hat mich doch der Melone da rausgeschmissen damals. Von der Polizei, du auch. Ja, weil ich da angeblich zu einem Dunkelhäutchen gesagt hat, hey, du Kerl, ey, du kannst mal die Füße lutschen, schwing deine Arsch raus. Sowas würdest du doch nicht tun, ne? Du bist ja ein vorschriftsmäßiger Polizist. Ne, sowas machst du nicht. Ja, wie auch nicht. Ne. So. Wie geht's dir denn so, Rainer? Wir haben es ja Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Alles gut, hör mal, kannst du mal kurz beim Bauernhof langfahren? Wo? Beim Bauernhof. Was willst du denn da? Ich zeig dir mal meine Hütte. Wie Hütte? Ich hab mir so ein Häuschen zugelegt letztens. Hey, war die Karre nicht Schrott? Nee, wo ist denn der Bauernhof? Da. Warte mal. So. Ja, hier in der Nähe, wenn links oder so über der Brücke. Schöner Klang vom Auto. Da finden die auch, aber was ist das für ein Auto? Das ist der Dominator GTX. Oh. Aber da muss man, ich muss da mal in der Werkstatt fahren, einen anderen Motor einbauen und sowas, weißt du. Ja. Ja, da hat mich gerade so ein Mann angesprochen von Bennys, die können jetzt tunen oder sowas. Nee, hab ich auch schon gehört, da wollte ich mal demnächst beifahren, ne? Ja. Oder bisher, was ist das denn? Die können machen Flügel und einen Motor, Batterie rein und sowas alles. Ja, ey, dann fliegt das Ding fast schon. Ja. Kannst fast durch die Luft fliegen. So, hier ist der Bauernhof. Fahren wir da hoch, da ist so schön, das alte Landshaus da vorne. Wo? Fahren wir hinter der Garage mal rechts rum. Ja, da hat sogar Garage dabei hier. Haben wir hier hab ich drauf. Wie ist das dein. Wohnst ja, du hier? Ja. Hier wohne ich. Wo hast du denn das Geld her? Mal, wenn man lange arbeitet, gut schuftet, da ist das so. Warum hast du eine wo geht der denn hin? Aber werf mir nichts runter, das ist ziemlich zerbrechlich hier bis hier. Uff. Ja. Ich habe ja Angst, mich zu bewegen. Warum hast du eine Garage? Ja, das haben doch mittlerweile fast alle Häuser. Ne, ich habe eben einen Caravan. Guck mal, ich kann hier hinten, kann ich ja an den Schalter gehen. Ne? Kann ich das hier einparken. Dann kann ich wieder raus, so, oder? Ne, ich habe. Aber da passen nur zwei Autos rein in der Garage. Ich habe eben Caravan gekauft, da kann ich gar, ist gar kein Stellplatz oder sowas bei. Müssen wir mal gucken, ja, fahren wir mal hin, komm. Ne, erstmal hier gucken, warte. Hier, das. Ja, aber kein Klo, nix dabei, ne? Was ist das denn? Hier, warte. Guck mal, was ist das hier für ein Figürchen? Oh. Ne. Komm. Guck mal. Du stehst auf so rustikal, ne? Das Richtige für mich, ne? Oh, guck mal, ist das deine Ex-Frau beim Reiten? Nee, meine Mutter. Da, also, ja, okay. Na. Das ist meine Tochter da, der Hatze. Was, das sieht ja aus wie ein Mensch. Das hat ein Mädchen? Der Hatze, ja, ja. Da war ein Junge, sah aus wie Bübchen. Also, boah, ist das groß hier. Guck mal, wie ich. Boah, guck mal da! Rainer! Was? Können wir Party machen? Ne? Rainer! Bist du ein Freimaurer? Nee. Sei ehrlich zu mir, bist du ein Tempelritter? Nee, warum denn? Ne, ich mein nur. Manchmal fühle ich mich schon so ein bisschen, weißt du, aber nee. Toll. Pass auf, die Küche ist ein bisschen zerbrechlich. Wie zerbrechlich? Wie meinst du das? Oh.
Entschuldigung, Rainer. Ne, der Küche, ja, ne, alles super hier. Klasse. Rainer, mach's gut Geld, glaube ich, ne? Ja, ja, geht, ne? Ne, ja, ja. Ich hab kein Klo, nix hier. Hast du keine Toilette? Nee. Boah, ist das groß hier. Ja, wir sind ja am Bauernhof, ne? Geht so mein Blumsklo auf den Misthaufen, da kannst du auch. Du hast viel mit Pferde zu tun, ne? Ja, ist ja Bauernhof hier, ne? Meine Mutter meinte damals auch bei meiner Geburt, ich wär ein Fohlen. Weißt du, was ich meine? Naja. Ja, okay, komm. Schön hier. Toll. Wow. Ist das eine Bude? Alter, hustet doch. Hast du das auch gehört? Hammerhart, ey. Hammerhart. Jetzt haben wir keine. Achso. Da warte, ich muss da mal wieder. Heftig. Wie viel verdienst du eigentlich als Polizist? Hör mal, über Geld spricht man nicht. Also. Bist du jetzt normaler Polizist oder bist du auch sowas wie der Herr Walter, so ne, Captain oder sowas? Ein bisschen unter Captain, Lieutenant. Also. Aber wie läuft dein Geschäft? Da hab gerade immer sie sauber. Ja, bei der Polizei putze ich. Im Puff hier bei dem Herrn Brien und hier Drivers Paradies da. Ja, vielleicht jetzt, weil Bennys ist ja wieder da, vielleicht auch bei Bennys dann wieder. Also, warum nicht? Ja. Kannst du Öl da wegmachen, verdienst du bestimmt auch nicht schlecht, ne? Ja, und beim Halbrein im Puff, da siehst du immer viel Fleisch, ne? Was, das ist ein Hubschrauber. Naja, da fliegt gerade der Hubschrauber. Also, da gibt's immer viel Fleisch beim Herrn Brein. Vorsicht, ne? Das ist dein schönes Auto. Ja, man, das hat er gut, dann trieb, das schafft das schon. Joker Smiler, grüß dich. Voice over Cars, na, alles klar. Moment, na. Ja, wir haben's ja nicht eilig. Wir haben es ja nicht eilig. U361. Dankeschön. Vielen Dank für den Sub. Dankeschön für deine Unterstützung. Vielen, vielen Dank. U361. Liebe. Alles gut. Jan, grüß dich. Ich musste mal kurz auf den Wisch hier fahren. Ich zieh das jetzt runter. Boah, das mir ja. Diese schon. Senden Sie mal ab. So. Kinders, vielen, vielen Dank für so viel Loot. Dankeschön an Gordon, Carter, Huhu, Shiddy, Dankeschön, Ohrenhäschen, Dankeschön für den Loot. Dark Soul, vielen Dank, Drogelbecher, Triple Chris, Datex, Enorion, Weizenzwerg, vielen, vielen Dank, Freunde, für den Loot. Dankeschön für den Support. Ausrufezeichen Loot, könnt ihr Gerrit was Gutes tun und kostet kein Geld.
Ja, da vorne ist das. Ja, da kann ich mir schon denken, die haben einen komischen Park da. Hier. Kannst hier stehen. Ja. Komm. Ja. Warte mal. So. So. Ja. Ja, komm hoch rein. Nee. Hallo. Du musst das aufsperren drin. Hä? Warte mal. Oh, abgeschmiert. Oh. Abgestürzt. Kampfritte nah. Aua. Wo ist der Porsche? Der steht auf dem Firmengelände. Der steht auf dem Firmengelände. Abgeschmiert. TS bin ich aber noch drin, ne? Ja. So. So, neu starten. Perfekter Zeitpunkt. Ja, ja. Und er steht jetzt vor der Türe. Ach, Herr. Ja. Lux Official grüße ich. Wie geht's? So. Ach, nee. So, Rabio, ne? Da ist er, so bin ich wieder weg. Dankeschön, dass du da warst. Vielen, vielen Dank, Wu, und Dankeschön nochmal für den Sub, ne? Vielen, vielen Dank. Schlaf gut. Wann gibt's wieder FIFA? Morgen oder übermorgen? Ich muss dem Fossler nochmal schreiben. Was? Echt? Pizza so lange? Wow. Wann gibt's wieder 7 Days to Die? Mal gucken, wie ich Bock drauf habe, wa? Mal gucken, ich muss Lust dazu haben. Wo ist deine Russin-Freundin? Das ist immer gut, wenn ihr beide zusammen seid. Du meinst Frau Olla? Gibt's nicht mehr. Kehret alles. Nintendo Freak, ja natürlich. Und bei dir? So. Ich muss hier irgendwas aufschließen oder so, ne? Ne. Wie geht das denn? Wie geht das denn? Warte mal. Mit Z? Ja. Keine Ahnung. Jetzt kommt er nicht mehr raus hier. Was ist denn hier los? Jetzt tut das gar nicht mehr. Oh. Warum geht das nicht? Wieso komme ich hier nicht raus? Jetzt. Na, Walter. Walter hatte mich eben angerufen. Walter. Was fragt der denn schon wieder? Da darf ich nicht sagen. Rainer. Ja. Na, hör mal. Irgendwo, wo kann ich mich dran wenden, wenn mein meinem Schloss was nicht stimmt? Ich gibt's da irgendwie so ein Fahrer oder sowas? Weil wenn ich da meinen Schlüssel reinstecke, dann klemmt das. Nee, das musst du da über das Smartphone machen. Das ist so ganz neu, das System. Das Häuser. Gibt's du nicht da, Smart Homes? Über was? Telefon? Nee, ja, auf dem Telefon, der N drückst. Kannst du da drin auf und zu machen. Smart Home App, da weißt du. Also, ja.
Ja, warte. Was muss ich machen? Nee. Oh, was ist das? Hausname sperren? Möbel? Hä? Wie sperren? So. Ah. So. Ja, Rainer, komm ruhig rein. Super. So. Was? Was? No. Was kommst du mit dem Smartphone nicht zurecht? Doch, alles schön. Na, alles gut. Na, alles gut. Rainer, guck mal hier. Guck mal. Hier. Da der Herd, ne? Ich weiß nicht, wer hier vorher gewohnt hat. Da kann ich jetzt zum Beispiel, guck mal. Ich kann mir ja ganz normal die Pfanne draufschmeißen, Cheeseburger machen und sowas, ne? Ja, jetzt liegen hier so Zettel rum, hier Ecstasy-Pille und sowas. Mit ein Kokain und sowas. Ja, jetzt weiß ich, wofür den Scheiß passiert. Nimm es lieber, bevor er nachher auffällt. Ich hab da nicht auf der Wartekammer, wenn wir fragt. Was hast du gesagt? Ich hab da bist du was da eingesteckt in der Tasche bei dich. Ja, Rainer. Ja. Okay. Dankeschön. Dankeschön. Versuch mal den Glück, vielleicht kriegst du das Rezept dahin. Ey. Aber ich bleib lieber dabei, nicht, dass die Küche abfackelt. Das hier noch da rein, so. Dann müssen wir gleich haben. Der Flamme. Oh, bei dem Gas, ja, damit der Feuer auf. Ja. Okay. So. Ja, das dauert, glaube ich, was länger, das Kochen, ne? So. Ja, weiß ja nicht, rühr mal schön um. Ja, mach schon. Mach schon. Hä? Ich hab ne Pille gemacht. Guck mal, die ist fertig sogar. Die ist schon fest. Aus der Form. Willst du die haben? Nee, bald die schon selbst. Also. Hey, Rainer, danke schön. Danke schön. Möchtest du ein Toastbrot haben? Kann ich hier ein Sandwich machen oder ein Fläschchen Bier hier, Rainer? Ja, wenn du Bier hast, gerne. Ja, da. Steht da, kannst du nehmen, ne? Ne, nee, ist ja schon abgestanden. Ja, das ist ja schon mal der Älter. Keine Ahnung. Guck mal, Rainer. Guck mal, ich muss noch aufräumen. Da hat so ein Typ hier. Guck mal hier. Was ist das da? Da, guck mal. Die Blumenvase hier. Die hat ein Loch da unten. Da kann man gar kein Wasser reintun. Siehst du, was ich meine? Smoker, das ist keine Blumenvase. Was ist das denn? Naja, guck mal, da liegt das Feuer daneben, ne? Und da unten ist der Teil, da oben ist der Teil. Ah, eine Kerze. Oben ziehst du dran und unten machst du dir da Weed rein. Weed? Also keine Kerze. Da grüht euch da unten drauf. Feuer dran und oben durchziehen. Kannst du auch so eine Pille reinlegen? Nee, das brennt nicht gut. Ah, Weed. Oh. Hm. Na, okay. Ja, muss ich mal gucken. Okay. Ja, ich müsste mal telefonieren kurz. Ich gehe mal kurz ins andere Zimmer schon. Komm direkt wieder. Immer hast du schon auf deine Garage zugegriffen. Hä? Eigentlich sollte der Abstellplatz daneben der Karawan gehen, ne?
Ich bin eben mal rumgelaufen, hab nichts gesehen. Er muss ja von hier drinnen machen. Nee, der Clown sonst. Da muss aber hier irgendwo ein Schalter sein, ne? Wo ist denn hier? Da muss er auch auf das Smartphone da, guck mal. Und dann der Y da. Siehst du, da sieht aus wie so Y und die App da. Oh ja. Oh, schön. Schön. Da müsste draußen stehen, ne? Dankeschön. Warte mal, warte, ich komm direkt wieder, ich muss noch kurz telefonieren, ja? Ja, ja. Jetzt haben wir natürlich zwei Möglichkeiten, ne? Jetzt haben wir natürlich zwei Möglichkeiten. Option A, wir rufen Walter an. Polizei wollte ja wissen. Ja, die wollen ja mit Party machen, mit Backen und so weiter, alles Cracker machen und so, Kekse, ne? Dass die auch noch nach hier kommen, wisst ihr? Dass wir hier eine große Feier machen. Oder wir haben Option. Ach, Herr, nein, machen wir nicht beim Rainer, ne? Nee. Und so. Na, hab telefoniert. Warte mal, ich guck mal. So. Da. So. Dann gehen wir mal raus. Voll schön, der Wohnwagen, ne? Voll schön. Oh, guck mal da. Guck mal. Schön bunt bemalt. Ja, schön, ne? Was sagst du von meinem Auto? Ja, super, sollen wir mal damit zu Benni fahren? Guck, was die machen können. Ja, ich hab... Das muss ich mit warten. Nein, das Problem ist, ich hab... Guck mal, ich hab das Auto gekauft und jetzt den Wohnwagen, jetzt hab ich kein Geld mehr. Das ist das Problem. Jetzt muss ich ein paar Wochen sparen wieder. Später. Immer so. Irgendwas. So ein bisschen was kann ich dir ruhig geben für so ein, zwei Lackierungen oder nee, so. Nee, ich will den nicht lackieren. Was willst du denn machen? Einen besseren Motor. Also, der du hast du da auch nicht, ne? Da weiß ich nicht. Vielleicht fahren wir mal hin und fragen mal. Können wir machen, komm. Ja. Warte, ich muss noch warten, ich muss noch zumachen. Und dann kann da jeder rein. Kann ich das von hier aus machen? Warte mal, wie geht das nochmal? Nee. Von hier kann ich das gar nicht, ne? Warte. So. Okay. So, hab abgeschlossen. Willst du fahren? Okay. Ja, mal, ich guck mal nebenbei hier an der Handy bisschen was, ne? Ja. Rainer, darf ich dich was fragen? Ja, sicher. Ja, hör mal, wenn ihr habt ja da das Reservat von der Kammer da, ne, wo du das Kokain jetzt hergeholt hast, ne? Wo, ja. Dann nehmt ihr das ja den bösen Leuten ab, ne? Genau. Wo kriegen die bösen Leute das her? Das weiß ich nicht, du. Das ist mir aber auch egal. Hat da gerade einer auf uns geschossen? Ich habe nichts gesehen. Okay. Ja, okay. Dann fahren wir mal nach Bennys. Ja, Mama, ich bin mal nebenbei an Handy. Ja, Hause, ne? Okay. So. Carter, danke schön für 7 Monate. Vielen, vielen Dank für den Resub. Dankeschön. Sehr, sehr lieb von dir, der Carter. Und der Dampfer ist im 14. Monat. Vielen Dank für den Support. Dankeschön für die Unterstützung. Vielen, vielen Dank. Und Cosmo ist im 3. Dankeschön, Cosmo, für den Resub. Vielen, vielen Dank, dass du weiterhin hier bei den Bekloppten dabei bist. Der Cosmo. Und Onk ist im 7. Monat. Vielen Dank, Onk, für den Resub. Dankeschön für den ganzen Support. Vielen, vielen Dank. Was passiert? War kurz weg? Gar nichts. So. Das ist wieder am Regnen hier. Was für ein Wetter. Was machst du denn am Handy? Bist du da am Spielen?
Jetzt redet er nicht mehr. Dr. Zimanovic, na? Alles klar? Gerrit, du bist so ein Ehrenmann, du bedankst dich sogar für Donations bei anderen Streamer. Was? Was? Den Satz verstehe ich nicht ganz. Der Wohnwagen ist toll, ne? Ja. 60.000 Dollar hat der gekostet. Das ist viel. Das ist echt viel. Wenn man überlegt, ein Häuschen, 180, 250.000, 60.000 für einen Gammelwohnwagen, schon viel. Base, grüß dich. Ein Kuchenlumpi, na? Also der ist auf jeden Fall schneller hier, der Komet, als wie der Wagen vom Rainer. So. Macht Smoker immer noch Tee? Nee, ach. Das, nee. Zockerbraut, WB. Missy, alles gut bei dir? Ist er am Hageln oder was? Mach das mal. Das ist natürlich gefährlich, ne? Guck mal da Innenansicht. Ne, so kann ich nicht fahren, wa? Ne, das geht nicht. Annika, wie geht's dir? Karma! Ja, sehr, wa? Zwar bei der ersten Benutzung, das Video ist ja bei der ersten Benutzung entstanden, geht dann ein bisschen in die Hose. Aber ab dem zweiten Mal war das super. Ist ein super Teil, wirklich. Dankeschön für die Empfehlung. Ego ist viel geiler, hau ab, kann ich nicht, ne. Das geht nicht. Oh, Hotze Plums. Dankeschön. Vielen Dank für 100 Bits, Dankeschön für die Donation. Vielen, vielen Dank. Hotze Plums, wie geht's dir? So. Boah, ist das ein Wetter, ey. Wird das mal so jetzt hier regnen bei uns? Das wäre schön. GM. So, einer sind da. Mach das, Ritzenflutscher, mach das. Ja, natürlich war das ein Schuss. Oh nein. Nee, der Meister ist da hinten. Der kommt da gerade angerannt wie so ein wilder Fuchs. Was ist denn das für eine? Hallo Vogel. Keine Ahnung. Ja, warte kurz. Warte mal. Wir kommen die Tage nochmal wieder, ne? Okay, geht. Wir kommen uns in Ruhe unterhalten. Können wir in Ruhe machen, genau, super. Ja, bis dann. Komm, das wird mir zu voll, viel zu viele Cops hier. Ja. Otto. Otto. Da war Otto. Das geht klar. Herr Smoker? Ja, bitte. Möchten Sie Ihr Auto einmal reinfahren? In die Mitte auf diese graue Fläche? Ich hab da noch gar nichts gesagt. Ach so, ich dachte, das wäre schon abgeklärt. Was denn? Dass wir bei Ihrem Auto mal schauen, was da so geht. Ja, das habe ich zu meiner Freundin auch gestern Abend gesagt. Ja, dann fahre ich immer schnell rein, ja. Geht klar, ich mache in die Tür auf. Piet, soll ich dir das noch zeigen? Ja. Okay. Wer ist Otto? Otto ist ein geiler Typ. Otto Mangold. Wird vielleicht dem einen oder anderen noch was sagen. Von Alternate zum Beispiel waren die Mangolds ja da oben mit auf der Schrottfirma.
im Norden. Oder Otto war ja auch hier. Ne? Ja, Otto ist ein cooler Typ. Nee, du meinst der Ja-Sage ist Arim. Arim. Achim, ich habe mir immer Arim genannt. Und das ist auf Dirty. Ja, der ist nicht hier. Smoker, du kannst nicht reinfahren, ne? Hat der Chef gesagt. Ja, okay. Lass du diese Kollegen rein, ja? Lass du, Kollege. Okay. Sag mal, was fahren? Apache hat mich gerade an. Ja. Genau. Anlassen, ne? Nur aufsteigen. Ja, bitte anlassen und einfach stehen lassen. Super. Okay. Okay. Der ist wohl ein bisschen dreckig, ne? Ja, den mache ich schnell sauber. Ja. Ja. Bin mal gespannt, was der da machen kann, ey. Ja, aber vor allen Dingen, was das kostet. Boah. Raswan, kannst du den sauber machen, zufällig? Ja, Sakun. Ich probiere es gleich. Wartest du, ich hol kurz Lappen, ja? Ja, hol mal einen Lappen. Ja, meiner scheint zu dreckig zu sein, ich krieg das nicht weg. Ich hätte die Hupe auf jeden Fall gerne. Okay, das schauen wir gleich mal. Ja. Dann fange ich schon mal an, der Raswan, der wischt gleich mal drüber. Ja. So, wie ist denn, haben Sie das schon abgesprochen, dass ich soll einmal volle Hütte machen? Was? Nee, ich habe meinen Wohnwagen gekauft, ich habe kein Haus. Sir, Officer, hören Sie mich? Raswan? Ja, warte. Genau. Soll ich hier einmal volle Hütte machen? Haben Sie das mit dem Herrn Smoker abgesprochen, oder? Nee, sag ihm mal erstmal, was geht, sonst zeig ihm so ein bisschen mal was. Okay. Dann schauen wir da mal. Wir können erstmal nach außen schauen. Ich glaube, das ist erstmal das Schönere. Vielleicht will der Herr Smoker ja auch einen neuen Spoiler haben. Was ist denn ein Oh. Hör mal, Smoker, willst du ein Ding hinten drauf das Auto haben? Oh ja, bitte. So. Gefällt Ihnen sowas? Oh, sowas Schönes, Kleines, Zierliches. Ja. Passen Sie auf, ich gehe mal langsam durch und sagen Sie, was Ihnen gefällt. Ja, kleine Sache, dann bist du doch. Ach nee, er meinte den Spoiler, sorry. Was? Nee, Moment, ich bin nicht klein und zierlich. Hallo, bitte nicht alle reden kurz. Jetzt nochmal, Officer. Nee, du musst den ja fragen, ist nicht mein Auto. Ja, Smoker. Ich gehe mal durch und dann sagen Sie Stopp, was Ihnen gefällt. Ja. Nee. Bettmobil? Nee. Was, Bettmobil? Nee. Das ist der kleine Bruder davon. Auch nicht. Ja. Dann wären wir schon durch. Kannst du nochmal zurückmachen? Der dritte oder vierte war das, glaube ich. Ja, die kleineren, gell? So, einmal hier einmal. Vielleicht sowas. Der hier. Sie können auch gerne mal rumgehen und sich das anschauen. Von nahen. Boah. So glaub. Oh! Jesus, Maria und Josef. Da. No. Dann kurz unterbrechen. Ja. Da. Habt ihr irgendwo eine Toilette? Ich hab die Hose keine nass. Ahnung, wie, wann geht was? Ich glaube, wenn der Motor anbleibt, dann geht das. Scheiße. Oh. Hallo? Oh nein. Ich glaube, ganz dicke Luft. Hilfe. Oh Gott. Hallo? 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 Hilfe. Ich hab Pipi in der Hose. Wir holen gleich was zum Wischen. Ja. Ja. Ein bisschen. Ich glaube, ein kleines Päuschen tut uns an. Entschuldigung. Ja. Oh Mann. Dori. Geht nix. Funktioniert nix hier.
Chilliman, dankeschön. Für. Ich muss aufpassen hier wegen dem, weil das sich muted. Für 3 Monate. Vielen, vielen Dank für den Resub. Dankeschön, Chilliman. Was habe ich verpasst? Viel. Bitte legen Sie sich flach auf den Boden. Also die Lecks sind immer noch da, aber... Was? 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 Ach, du warst das wieder, oder was? Ich hab niemanden angefasst. Nee. Ja. Der da gerade drauf, eben drauf war, der war schön. Sie. Dankeschön. Mann. Was erwarten? Guck mal, wie lange das dauert zum Endmuten, das ist Wahnsinn. Jetzt muss ich wieder aufpassen, weil ich entmutet bin. Michael. Dankeschön für 200 Bits. Vielen, vielen Dank für die Donation. Dankeschön. News. Was bringen die Bits? Geld. Ja, oh. Na, hallo, Herr Bennys. Ja. Ja, der. War das der? Ich hier mit der schwarzen Kappe. Wir machen gerade alle nur eine kleine Pause. Ach so. Viel zu ja, trinke ich mir auch einen Kaffee. Oh. Oh. Oh mein Gott! Nein? Da. Nicht? Streichelt ihr euch gerade gegenseitig? Wow. Ja, wir haben uns lieb. Na, so. Ah, ich glaube, die Pause ist jetzt zu Ende. Ich glaube, wir machen weiter. Ja, wir können wieder sprechen. Ja. Entschuldigung, gestern so viel Bohnen gegessen, ja? Ja, schöne Pause, super. Oha. Habt ihr alle schön ausgeruht? Der okay. Ist schön, Herr Bennys. Der gefällt Ihnen? Ja. Krass, Mann. Ich habe dir gesagt, du sollst hier nicht mehr alles voll. Okay, dann speichere ich. Könnt ihr aber ein bisschen auf die Seite gehen, wenn ihr redet? Oh. Super. Dann speichere ich den mal. What the fuck? Gebe doch mal weiter. Sie können sich mal vorne die Frontstoßstange anschauen. Dankeschön. Vielen Dank. Hey, ernsthaft? Da können wir auch ein bisschen was verändern und mal schauen. Vielen, wenn Ihnen was besser gefällt, schreien Sie einfach laut. Dank dafür. Dankeschön. Haut mal Liebe raus.
Das, was eben war, gerade war. So, nochmal das zu, hier? Nee, da mit dem Runden. In der Mitte. Nochmal zurück. Zurück? Ja. Zurück. Das. Das hier? Ja. Ja, dann speichere ich das mal. Ey, danke. Dann können wir uns gleich die hintere Stoßstange anschauen. Das ist völlig alt, wa? Vielen, vielen Dank. Du, ja? Kollege. Da gibt es bestimmt auch viele Möglichkeiten. Ja, doch nicht so viele. Ja, verändert sich nicht viel. Nee, kann gefällt Ihnen denn sowas? Nee, kann man. Nee, gefällt mir nicht. Lassen wir. Ja. Okay. Die Seitenverkleidung, können wir mal links oder rechts schauen? Ja. Vielleicht können wir noch mal ein bisschen breiter machen. Oh ja. Vielleicht geht da ja was. Oh. Oh. Ich schau mal weiter. Also, es war der zweite auf alle Fälle. Ja. Rabbi, ah, danke schön für den Euro. In der Farbe? So. Vielen, vielen Dank für den Support. Dankeschön. Vielen Dank. Sie sagen Stopp. Ihr seid ja verrückt. So ist gut. So, dieses dunklere? Ja. Okay, dann schaue ich mal weiter. Ein Auspuff? Habe ich doch einen. Ja, da können wir noch was machen. Was? Schauen Sie mal diese zwei kleinen Röhrchen da hinten an. Ach so. Schauen Sie mal. Also entweder wir gehen auf einen Chromauspuff. So. Nee. Das sieht doof aus. Das sieht ja schon schöner aus. Nee. Der hier. Ja, die. Der ist angenehm, finde ich auch. Ja. Schauen wir mal weiter. Dann können wir noch den Rahmen, also innen, das sind Überrollbügel oder so ein Käfig drin haben, wenn Sie das wollen. Ja, will ich. Ja? Dann können die komplett mich nicht klauen, ne? Richtig. Ja, komplett. Nee, das ist für Sie eine Sicherheit. Wenn Sie überschlagen oder so, das, dann fällt das Dach nicht ein. Ja. Ja, ich glaube, wir fangen dann nachher nochmal an. Was haben Sie mit meinem Auto gemacht? Ich habe es zum Waschen gebracht. Das ist so ein Service hier. Den holen wir dann, den können Sie nachher wahrscheinlich gleich nochmal herholen oder fangen wir nochmal an, weil er war nicht so ganz sauber. Nächstes nochmal Dankeschön für so eine großzügige Spende. Vielen, vielen Dank. Gerald, willkommen im vierten Monat, mein Freund. Vielen Dank für den Resub. Dankeschön, dass du weiterhin dabei bist. Vielen, vielen Dank. Ja, das war gerade ein bisschen komisch, ne? Auto weg und scheiße. Das war komisch. Ich muss das Fenster jetzt zumachen, wartet mal. So. Buden grüß dich. Nexok, wie geht's dir? Strohhutjunge, ne? Bambler Rabner, der Blick immer göttlich. Was? Ist das zweite Zirkusdirektor? Nein, das ist ein sehr freundlicher Mensch. Dankeschön. Smoker vom Hausmeisterservice. Die andere ist. Ist so Bruder oder was? Von die andere Zirkusdirektor? So, Herr Smoker? Ja. Wir haben Ihnen das Auto hier rechts um die Ecke in die Garage eingeparkt, sauber gemacht, dann können Sie es gerne nochmal herfahren, wenn Sie wollen. Hier rechts um die Ecke in die Garage. Ich komme mit, ich zeige Ihnen das. Ja. Jin, grüß dich, wie geht's dir? Ist ja kein Problem hier. Kommen die Moskitos? Ja, ja. Aufpassen, Pfützen, nicht, dass sie ausrutschen. Ja, nee, nee. Sehen Sie da vorne, wo das Auto ist, da ist eine Garage und rechts oben auf dem kleinen Podest steht ein Herr, da können Sie Ihr Auto ausparken. Das ist der Parkplatzwächter, also. Richtig, genau. Dankeschön, geh schon holen. Bitte, bis gleich. Von der Rheinkirmes? Echt, war schön? Die Rheinkirmes.
Ja. Hast du mich auch gemacht? So, Bumding. Guck mal, Rainer, schön, wie der jetzt aussieht, ne? Ja, aber da kommt der Spoiler drauf und so, oder nicht? Ja, der Mann hat ja nur so geguckt. Wunderbar. Sophia, magst du mal schnell die Türen wieder anschrauben an den Scharnieren? Mhm. Das wäre super. Hatten Sie sich alles notiert? Ah, passt alles, nein, Sophia. Alter, was willst du denn von? Nee, ich habe mir nichts notiert, aber ich habe ein gutes Gedächtnis, das kriegen wir hin. Okay. Puh. Hab ich Wette gemacht, ja. Aber so, das war der Spoiler, richtig? Ja, richtig. Die Frontstoßstange weiß ich ja auch noch. Das war die hier? Ja. Die Hexstoßstange, die haben wir gesagt, lassen wir. Ja. Da haben wir nichts verändert. Nee. Dann haben wir die Seitenverkleidung, die haben wir dicker gemacht und ein bisschen dunkler. Ja. Das war die hier. Ja. Und dann waren wir beim Auspuff, das war der schöne, sehr dezente Auspuff. Nee, das war er nicht. Das war der hier. Ja. Und den Rahmen, da sind wir hängen geblieben. Genau, den Überrollkäfig. Soll denn der gepolstert sein? Das ist mir egal, solange die mich nicht klauen können, ist mir das schauen egal. Sie mal rein, schauen Sie mal rein, dann sehen Sie den Überrollkäfig. Sehen Sie den? Ja. Gepolstert werden halt so gelbe Polster, aber... Nee, will ich nicht. Nee. Ohne Polster, richtig? Ohne Polster. Dann machen wir das. Motorhaube, jetzt wird's interessant, Herr Smoker. Was gefällt Ihnen denn? Ich habe eine Motorhaube. Nee. Das ist aber eine andere Farbe, ne, dann, ne, oder? Das kann sein, das kann ich Ihnen noch nicht sagen, ob wir das bei der Lackierung dann anders hinbekommen. Ich kam vor nicht so weit, dass ich Preise. Oder soll das beim Original bleiben? Das ist Original. Ich hab noch kleine Probleme. Nee, das ist Original. Ja, man, nee, lass das so. Ich mein, das war doch schick, oder? Was mit den zwei Dingern, was meinst du? Ja, der zwei davor, da mit den zwei vorne, rechts links im Matten. Das hier. Das ist doch schick, oder nicht? Das sieht auch schön aus, ne? Ja, sollen wir es mal machen? Ja, Moment. Gerade Telefon. Schmoker. Und? Hast du dann Kokain? Ah, scheiße, gelaufen, ja. Nö, hab ich nicht. Soll ich erst was trotzdem machen? Nee, ich bin gerade beim Tunnen hier. Kannst du kurz reden? Das wäre super. Wo? Beim Autotunnen. Peter, soll ich das Tor mal zumachen? Ja, das wäre super. Das weiß ich noch nicht. Der Mann zeigt mir erstmal alles. Was willst du denn machen lassen? Alles. Hast du so viel Geld? Ja, nee, so viel habe ich nicht mehr, so viel Geld. Das ist das, muss ich gucken. Oh, soll ich aber allein? Fokus, Fokus. Wo sind Sie denn? PD, so, arbeiten. Ja, wenn Sie wollen. Smoker, du willst da Kokain, ne? Ja. Gib eine Nummer, die du anrufen kannst. Okay. Fokus, Fokus, Fokus. Puh, nein, leider nicht. Soll ich da gleich zum PD kommen? Ah, scheiße, unsere Kraft noch so schwach. So. Ja, komm mal rein. Okay. Irgendwann, wir sind auch so weit. Ja. So, das war der Erweiter. So, wunderbar. Ja, kein Problem. Gefällt Ihnen die Motorhaube? Ja, das ist schön. Und dann, Nehmen wir die. Dann ganz in das Customs verschwinden. Dann fahren wir da rein. So, gehen wir weiter, dann haben wir noch... Fokus, 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 bam, weg. Sehen Sie die Radkästen? Nee, das ist hässlich. Kein alles Customs. Alles hässlich oder Originale so? Originale so lassen. Lassen wir Originale. Ja. Die Vorderräder, da können Sie sich mal Ihre Autoreifen anschauen. Wenn dir was gefällt, sagen Sie es. Nee, das mit dem Atomic, da war schön. Wieder lassen. Das hier? Ja, das war drauf. Okay, dann hätten wir noch ein paar Zierstreifen. Sehen Sie es oben an der Scheibe? Was denn das? Ist das, ist das für gefälscht im Krieg, damit da keiner reinschießt? Ja, meistens ist das auch für die Sonneneinstrahlung, dass ihn die Sonne nicht blendet. Also das wäre original. Ja. Oder die sagen, nee, so ein Streifen, das gefällt ihnen. Nee, nicht wirklich. Nee, gefällt mir nicht. Gar nicht, dann lassen wir den doch weg. Nee. So, jetzt kommen wir zur Farbe. Soll er denn schwarz bleiben? Ja, bitte. Oder okay, gibt's auch schwarz irgendwie? Wie sieht das denn aus mit Glanz, schwarz?
Okay, das wäre dann das hier. Motorhaube können wir dann nochmal separat schauen. Ja, der ist jetzt dreckig, also ich, ne? Sophia, kannst du nochmal kurz drüber putzen? Danke dir. Soll ich denn... Sag mal, ja, Matt oder Glanz, was ist Ihnen denn lieber? Ja, da wollte ich gerade mal gucken, warte mal das. Geht nicht. Okay, ist dann nee, lass, nee, ja, Matt, lass das Matt so. Matt lassen, so. Okay, dann ja. Lassen wir das. Die Sekundärfarbe auch, Motorhaube und alles Dach, so, oder? Ja, ja, wie es war. Okay, hätten ja. Sie denn gerne einen Perlglanz drauf, sehen Sie das? Was für ein Schwanz, was? Ein Perlglanz, das Ach, ich hab Schwanz verstanden. Ja. So ein Perlglanz. Nee, ist auch kein Pferdeschwanz. Sehen Sie nee. Hier zum Beispiel so einen Glanz? Nee, möchte ich auch nicht. Matt lassen, voll matt. Voll, ja, glatt alles, ja. Okay, Felgenfarbe. Felgen, was? Die Felgen, die können wir in Rot machen zum Beispiel. Nee, alles so lassen, Felgen auch so lassen. Lassen, wie sie sind, okay. Ja. Unterbodenbeleuchtung, können ja, wir auch eine Farbe machen? Ja. Was hätten Sie denn für eine Farbe gerne? Was haben wir ist hier drin natürlich recht hell, ist schwer zu sehen, aber... Ja, wir können von Rot über Blau über Grün, was Ihnen gefällt? Rot, Blau, Grün? Ja, davon eine halt. Also von den drei, Rot, Blau, da... Also das wäre Rot, sehen Sie das? Ja. Ist schwer zu sehen, ein helles Licht hier drin. Nehme ich Rot. Nehmen wir Rot? Ja. Und sind das meine Felgen? Sind das meine? Ja, eigentlich schon. Hä? Wirklich? Hm. Ich hab doch schwarze. Nochmal. Schwarz war das? Ja. So glaube ich. Weiß so nicht. War das? Kann sein. Okay. Klar, kein Problem. Gut. Dann wären wir da mal durch. Das heißt, außen wären wir jetzt fertig bei Ihnen. Ja. Und jetzt können wir natürlich noch Motortuning machen. Wollen Sie das? Ja, voll mehr Pferde. Vollgas? Vollgas, ne? Also beim Motor könnte ich Ihnen die vierte Verbesserung machen. Ja. Also die höchste Stufe, die geht. Ja. Dann logge ich das mal ein. Bremsen auch verbessern? Ja. Auch Rennbremsen, Sportbremsen? Ja. Dann machen wir das. Das Getriebe, auch ein Renngetriebe? Ja, auch. Auch. Ich glaube, Sie können Rennen fahren. Und die Hupe, da wollten Sie die Clownshupe, ja, richtig? Ja, eine Quiekhupe haben. Genau, dann nehmen wir die Clownshupe. Machen wir alles rein hier. Merk. Ja. Und das Fahrwerk auch sportlich. Was für ein Ding? Das Fahrwerk, wie Sie halt auf der Straße liegen und so, dass Sie nicht so schnell durch die Gegend driften. Okay. Ja. Wunderbar, weil dann wären wir soweit durch. Ja. Wie schnell ist er jetzt? Fährt der, hat der Airbag? Airbag hatten Sie vorher schon. Also, ja. Ja, der geht auf alle Fälle, denke ich mal, schneller als vorher. Ja. Und wir liegen jetzt bei, Moment, ich rechne das mal aus, bei 57.000. Oh. Was haben Sie gesagt? $57.000. Ja. Mal, da kannst du ein bisschen früh ein Angebot machen, oder wie? Ja. Uff. Wir können gerne auf 40.000 runtergehen. Ja. Wenn Ihnen das so gefällt. Ich kann das aber auch abspeichern und Sie können auch immer wiederkommen, wenn Sie das wollen. Ne, wiederkommen ist gestohlen und das will ich nicht mehr holen. Achso, Chris, komm mal kurz. Komm, 40.000 fährst du noch, oder? Ja, ne, Rainer. Ja. Hör mal, komm mal mit. Hör mal, Rainer. Ja. Hör mal, du weißt, wo die Blüten stehen, ne? Rainer. Das weiß ich. Rainer, ich hab nicht so viel Geld. Was fehlt dir denn? Ich kann da ein bisschen was geben. Wie viel kannst du mir denn geben? Naja, bei Aufwand habe ich jetzt noch 30 dabei. Ja, natürlich, die habe ich gerade mal im Bankkonto. Wow. Ja, nee, ich bezahle den. Wie viel hat der Mann jetzt gesagt? 40, er wollte sogar 57 haben. Wo haben wir den hier im Bankautomat? Nee, aber könnt ihr mir überweisen, das ist ein Thema. Ja. Okay. Aber pass auf, ich sage ihm, ich mache 30 Anzahlung für dich, nur dann überweisen nur 10. Nee, ich bezahle schon selber. Wem dann? Ja. Okay. Da kannst du mir am Bankautomat nachher geben. Ja, gut. Okay. Wir
Komm, 20%, ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich geh fast gleich um. Kannst du wieder rüber? Ja, ich geh gleich. Außer mal an, ne? Wie bitte? Ich geb da jetzt 30 auf der Hand und den Rest überweist er das Smoker gleich. Ja, geht klar, kriegen wir hin. Dann baue ich das schon mal an und dann sage ich den Kollegen, die sollen das soweit festschrauben. Pete? Ja, ich baue es mal an. So, wunderbar. Das, mal. Das sehe ich gerade jetzt von hier. Guck mal, das, wo ich immer reinpupse hier, ne? Ja. Das sitzt hier. Kann man das vielleicht machen, eine Farbe? Ja, wir können gleich nochmal schauen. Ja, der meinte, sitzt da drin, Stoffbezug. Ja. Ja, da schauen wir mal. Leder, Ludenleder oder so. Ich kann Ihnen das Ziffernblatt und das Lenkrad verändern. Ja. Entschuldigung. Ja. Fangen wir mal mit dem Lenkrad an. Ich glaube, das ist schöner zu sehen. Sie können sich auch gerne reinsetzen. Ja, ich setze mich mal rein. Sehen Sie es vielleicht besser? So. So. Sagen Sie einfach Stopp, wenn Ihnen eins gefällt. Oh. Guck mal, das Sportding sah doch geil aus. Nee. Zurück. Zurück. So. Das gefällt Ihnen? Das gefällt mir. Ja, dann logge ich das mal ein. Und das Ziffernblatt, schauen Sie mal auf Ihren Tacho. Ja. Nö. Nö. Boah, guck das mal an, ey. Nein. Dreideck. Nee, das kannst du so lassen, nur das Lenkrad. Standard lassen, okay. Ja. Mehr kann ich Ihnen innen leider nicht verändern. Kein Problem. Hör mal, das ist das nochmal meine matte Farbe? Ich gehe davon aus, können wir aber gleich nochmal drüber schauen, ist kein Problem. Der glänzt so. Es ist, ja, ich verstehe das auch, was Sie meinen. Es ist ein bisschen... Das ist das Licht. Genau, das schauen wir mal. Wer hat Gischt? Ich habe kein Gischt. Wir können da nochmal auf die Farben gehen. Das war die Primärfarbe. Oh, Tusch. Smoker, ist das deiner? Nein, ne? Doch. Das ist deiner? Das ist mein Auto. Ich will den haben. Nö. Achso, Tim, ich habe bei Ihnen im Bett geschlafen, ne? Tat mir leid. Ich weiß. Okay. Ja, jetzt ist es doch wieder schön matt, oder? Jetzt ist matt, ja. Jetzt wieder matt. Ja, wunderbar. Oh, ja. Das, der Beamer will das aber nicht, das Mann. Ja. Wir brauchen, was machen Sie denn hier? Kontrollieren. Ich schaue mir das nochmal an. Ja. Ist ja kein sehr Problem. Ja. Ich kaufe hier ganz viele Farben ein, aber für Sie mache ich das gerne. Ja, tut mir leid. Ach, gar kein Problem. Das liegt an der Technik, das ist nicht Ihr Problem. Okay. Oh Scheiße. Oh Gott! So hübsch, ja. Mal eine kurze Zwischenfrage stellen. Haben Sie schon eine Info für mich? Ja, wir sind gerade noch am Reparieren. So ist schön wieder. Okay. Wird das dann heute noch was? Ich denke ja. Okay. Ich rufe Sie nachher echt wirklich an. Es tut mir leid. Ich bin nicht mehr lange da, deswegen. Aber der Herr Martin ist zwar da, der hat mir seine Nummer gegeben. Ja, der hat da aber nichts mit zu tun. Okay. Das geht über meinen Tisch. Okay, geht klar. Ich habe ihm meine Nummer gegeben. Okay, geht klar, dann machen wir das so. Rufen Sie mich an. Ja. So. Also ich habe Ihnen jetzt das Schwarz-Matt nochmal drauf. Ja. Und ich logge das jetzt bei mir in meinem Tablet ein. Ja. Und dann spinnt leider mein Beamer. Ja, dann vielleicht liegt er dann auch noch im Licht, lass er so. Okay. Ja, jetzt habe ich Ihnen das Auto sozusagen... Hast du den jetzt schnell? Viermal lackiert. Ja, hör mal, das ist kein jetzt schneller, Problem. Oder was? Ja, Sie können gerne mal rausfahren dann später, wenn wir es eingebaut haben und dann okay. Können Sie das mal testen. Ja, super, danke schön. Dann gehe ich mit dem Rainer mal piefen und so. Genau, haben Sie denn einen Schlüssel eventuell für mich, dass ich hinterfahren kann? Das wäre super. In Ihrer. Vielleicht haben Sie einen Zweitschlüssel dabei. Warte mal. Dann kann ich den hinterfahren und dabei können wir das einfach alles anbauen, was Sie wollten. Super, dann sehen wir uns später. Ja. Ihre Nummer habe ich ja, ich würde mich melden bei Ihnen, wenn es fertig ist. Ja gut, bis gleich. Tschö. Bis gleich. Tschüss, Chefkurs Direktor. Ich komme sofort raus. Ja. Tschüss. Okay. No. Ich habe nebenbei einen Horrorfilm laufen, weil... Cyber, na, alles klar? Ja. Ja.
Ich komme nicht mehr raus. Keiner Sorge. Ich schließ dich auf, ja. Da, danke schön. Wei, tusch. Rainer, schönes Auto, ne? Schmucke. Ja, bitte. Sie haben mir, glaube ich, letztens die falsche Telefonnummer gegeben. Eine falsche von mir wollten Sie haben, oder was? Ja. Wen haben Sie da angerufen? Na, ich wollte Sie anrufen und da war so ein Polizist dran. Hieß der Walter? Ja, irgendwas mit Weiß oder so. Da bin ich in der Zeile verrutscht. Warten Sie mal, ich gebe Ihnen mal die Nummer. So. Haben Sie was zu schreiben? Im Moment. Ja. Das ist die 5567104. Kollegas? Okay. Ja. Hier ist mal kurz. Ja. Ja, klingelt. Ja, sind Sie sicher? Ja, ich merke es auch, wie bitte meine Hose. Hallo? Tatsache? Ja, natürlich, ich würde es ja nicht belügen. Ja, dann können wir mal sprechen, wegen Arbeit und so, ne? Ja. Rufen Sie mich. Kollegas? Doch bei Ihnen anfangen? Ja, rufen Sie mich Mittwoch an, so 20:30. Ja. Dann können wir mal reden. Ah, hallo? Ja. Ja. Weit? Ah, perfekt. Kollegas, wollte ich gefragt. Wenn man macht Beruf im so Hausmeister-Dingum, ja? Braucht man so Hose, oder? Was ja, meinten die? Sie brauchen erstmal einen Zulassungsschein als Hausmeister. Haben Sie richtig verstanden, ja? Haben Sie einen Zulassungsschein als Hausmeister? Weil Sie müssen einen haben und den kann ich nur ich ausstellen und ich kenne Sie gar nicht. Was, eine Bumsdingsschein? Nee, nix Bumsen. Bumsen kannst du im Unicorn. Da im Puff. Oh. Nein, du brauchst einen Zulassungsschein für Hausmeister. Hast du den? Oh, tschusch, nein, ja. Wie tschusch, nein? Was für ein Zug? Na, hab ich nichts, Kollege. Hast du nichts, Kollege? Ja. Na. Ja, hast du, was bist du für eine Nation? Gekommen aus der Romania, ja. Aus Russland? Na. Ja. Romania. Okay, dann, du verstehst nicht alles, was ich sagen, ne? Der kommt aus Rom. Aus Rom, okay. Ja. Herr Smoker? Ja, bitte. Sie wollten doch Ihre Hupe mal hören, oder? Ja. Oh, schön, ja, die mich haben. Die ist drin. Sehr gut. Auto ist fertig. Wir haben alle schnell zusammen hingelangt und dann ist es fertig. Dankeschön. Ja, jetzt sehen Sie die Unterbodenbeleuchtung auch mal richtig gut. Richtig schön, ja. Danke. Der Wagen ist wunderschön. Pass auf, du musst haben. Ich will ein Kind von dem Auto. Was? Zulassung musst du haben. Du hast Money, Geld, Cash. Nein, deshalb, ich gebraucht, ja. Also, ja, da haben dann wir würde ich dir die Schlüssel auch gleich zurückgeben. Ja, scheiße, ja. Kollege, bist du ekelig, ja? Machst du nicht so, ja? So, bitteschön, dankeschön. Dankeschön. Und dann wünsche ich Ihnen viel Spaß und fahren Sie doch gleich mal auf dem Highway und testen das mal. Ja, mache ich, dankeschön. Danke. Ich hoffe, das gefällt Ihnen. Ja, auf jeden Fall, sehr gute Arbeit, kann man nur empfehlen, Bennys. Danke. Ja. Was wollte ich sagen? Rufen Sie mich einfach an am Mittwoch, 20.30 Uhr. Okay. Okay. Das ist spät, ja? Ja. Doch nicht Sie. Ach so, gemeint dich. Ja, der kann mich auch anrufen. Nice, rufen Sie mich dann einfach an. Das ist ein Römer, da versteht Sie mich. Okay. Ja. Hä, wo ich gekriegt Nummer, ja? Was für eine klaute Nummer? Was? Ja, wo ich gekriegt Nummer? Wo soll ich angerufen? Was ja? Hat der gesagt? Was für eine klingelt der bei der Oma? Ich weiß nicht, der klingelt bei Oma oder so. Gummi gesagt, soll ich angerufen, ja? Aber gebraucht ich Nummer angerufen, ja? Hast du Sekretärin oder so, ja? Ich verstehe nicht. Ja, warte mal. Ich heb dir mal meine Nummer, ja? Rufst du mich an? Mal endlich verstanden, ja? Ja. Der Junge. So. So. Hast du was zu schreiben? Ich geschreibt auf Handy, ja? Sagst du mich kurz noch Name, ja? Schmoker. S-C-H-M-O-K. Ja, schreib, wie du willst, sicher. So, 3-0. Aha. 6-2. Aha. 9-9. Rufst mich an, daher.
Chef, du gesagt, IG macht, ja? Ja, ja, IKEA, okay. Ja, gut, rufst mich gleich an, halbe Stunde, ne? Tschusch, halbe Stunde? Was? Ja, ruf mich gleich an. Tschusch, das zu. Oh. Ja, oh. Kusch, was? Ne. Rainer. Mal wieder schick geworden. Was ist denn das für eine Teufelskarre jetzt? Geht alle mit Vergas. Anschnallen. Achso, ja. Oh. Oh. Dann sollen wir mal Highway kurz? Ja, fahr mal Highway. Wo schnellst du denn hier? Dahin. Guck mal, das Licht, ne? Das ist schön. Naja, müsst ihr auch außen anmachen können, ne? Echt? Nur mal da, wo der Motor an ausmacht, am Kontrollfilter. Hey, guck mal, schön. Hast du das bei deinem Auto auch mit dem Licht? Naja, da war Licht dran, ja, ist aber abgefallen. Oh. Hat man hier auch sowas wie Nitro in dem Film? Warte, ich guck mal, ob hier irgendwo Knopf ist. Ja. Oh. Vorsichtig. Rainer! Der Knopf da, den ich drücke, war nicht schwer. Wo hast du drauf gedrückt? Daneben der Handbremse. Wo? Daneben der Handbremse. Hör auf, ich krieg Herzinfarkt, ey. Wow, tja, ja. Neben der Handbremse, was ist denn das für ein Knöpfchen? Was steht denn da drauf? Der ist rot. Der ist rot. Rot. Nee. Hau mal rein, Rainer. Du Jesus. Ich glaube, der Tacho kriegt das gar nicht hin. Ich glaube ja auch, ey, das spinnt ja nur noch. Der bremst ja wie in der 1, ne? Ja, da sind die gute Bremse dran. Wow. So, Wahnsinn. Fahren wir mal wieder zurück. Naja, dreh die Kiste mal gleich um, dann gucken wir mal 0 auf 100. Machst du mal kurz halten, dann beschleunigen wir mal. Sind wir auf der Richtung? Nee, das ist die falsche Fahrbahn. Oh, warte. Ja, darüber, genau. Aha, hast du eine Stoppuhr? Nee, hast du eine. Nee, dann müssen wir so zählen. Okay. Okay, ich drück, dann soll ich das rote Knöpfchen mitdrücken, oder nicht? Ja, natürlich. Und ich zähle. Was von 0 auf 100? In wie viel? Okay. Ja, weil ich nicht zähle. 1, 2, 3. 2 Sekunden. Go. Oh. Das ist aber keine Hupe. Schöne Hupe. Wow. Das ist ja richtig schön. Wow. Ein bisschen lang. Hey. Was ist das jetzt? Nitro oder was? Muss der mal nachtanken, Rainer? Keine Ahnung, aber was ist der Benni Frage da? Boah, der Auspuff am Dings hier. Oh.
Mach mal gleich eine Vollbremse. Ich drück mal nochmal rot und dann Vollbremse. Oder dreh dich gerade mal auf die gerade Spur wieder. Was soll ich machen? Hey, du machst gleich eine Vollbremsung, wenn ich den roten Knopf gedrückt habe. Jetzt? Nee, auf der gerade Spur, da hast du ja nicht gut. Knallen wir gleich gegen, sonst fahren wir unter Kurve. So, bist du bereit? Was muss ich machen? Ja, du bremst einfach gleich. Okay. Ja. Reiner. Ja. Glaub, der ist gefährlich. Da, oh, der ist aber schnell. Was muss ich nur da. Hier neben der Handbremse ist ein Knöpfchen oder was? Das rote. Ja, yeah, das rote. Darf ich lieber mal nicht. Darf nee, ist gefährlich. Ich möchte auch mal. Sag, wenn ich jetzt mal drücken soll, dann drücke ich mal nochmal drauf. Nee, aber nicht hier in der Stadt, dann macht man nicht. Nicht hier in der Stadt. Sieht jetzt doch keiner, wenn er sagen würde, der Wald hat gesagt. Nee. Ja, zudem muss zum PD. Ja, lass mal hinfahren. Da staunt der aber Bauklötze jetzt, wenn der das Auto sieht. Du, der muss mal fahren hier mit dem roten Knopf. Da kriegt er einen Kreislaufkollaps. Ich glaube ja auch. Wow. Der ist echt schneller als vorher. So. Wenn überhaupt einer da ist. Steht der da vorne? Ich weiß das nicht. Komm, gehen wir mal gucken. Das ist so ein schönes Auto, ne? Toll. Was ist denn das für eine Taste mit dem Nitro? Ich rufe den mal an, wo er ist. Walter. So. Ja. Herr Walter, ihr Schmoker, ich bin am PD jetzt. Ich komme gleich hoch. Na dann. Sind's im Keller? Ja, ich habe jemanden eingesperrt, ich komme gleich. Ja gut, ich bewachte hier. Bis gleich. Der, wo ist er denn? Der ist im Keller in der Zelle, irgendwas, jemanden einsperren. Na komm, wir gehen mal runter. Nee, da darf ich doch nicht rein. Kein Gesetz, keine Strafe. Wann ja, ne? Rommel. Admin Command, denke ich mir auch, ja. Alex, grüß dich. Ich muss erstmal trinken. Boah, ich hab nichts mehr zu trinken, wa? Essen muss ich aber auch. Der Kaiser grüßt dich.
erwischt doch perfekt. Was sollen wir denn aufpassen? Pass schon auf, dass der das richtig macht. Alles gut. Ja, immer wischiwaschi. Alles sauber. Das ist an der besten Händen. Ja. Alex, danke schön für 10 Monate. Vielen, vielen Dank für den Resub. Dankeschön, sehr lieb von dir. Ich habe von dem Typen die Pistole und das Springmesser. Ja, nee, so leid kann ich nicht. Nee, nee. Packe ich mit in den Karton. Monster Pack ja, grüße ich. Durchfunk und wegrennen ist gut. Eine Sache, wenn Sie eine Zeugen. Eine Zeugenaussage. Eine Zeugen. Eine Zeugen? Zeuge? Oh Gott. Charlotte, schlaf gut. Mhm. Ach Gott. Er sagt, er kann sich nicht mehr dran erinnern, was passiert ist. Er weiß, genau. Er kann sich nur dran erinnern, dass er aus dem Unicorn Keller, raus ist. Ne? Und da gingen dann auf einmal ab dann die Lichter aus bei ihm. Ich habe Ihnen jetzt mal 10 Minuten Zeit gegeben. Ne? Schreiben Sie sich auf, wann er inhaftiert wurde. Mhm. Ja, wann er da reingestellt wurde. Das war um 23.22 Uhr. Mhm. 90 Minuten lang laufen ab jetzt. Und machen Sie das alles ordentlich, dann schicken Sie mir das, wenn Sie das gut machen. Ja? Dann haben sie das schon mal geleistet. Ich werde das dann alles eintragen. Okay? Maluki, okay. Grüß dich. Ich werde das sowieso eintragen, weil ich ja auch dabei war. So, ich brauche nur gleich die Personalien und so. Achso, ja, ja. Habe ich. Genau, perfekt. Also, wir lassen ihm jetzt einfach mal 10, 20 Minuten Zeit, um zu gucken, ob sein Gedächtnis doch wieder arbeitet. Und dann schauen wir nochmal runter und nehmen. Sie gehen aber auf. Nicht alleine. Nehmen Sie immer einen Kollegen mit, weil sonst steht auch Aussage in Aussage, ne? Mhm. Tina. Okay, gut. Sie lernen heute viel. Merken sich das alles. Ja, ich merke schon. Wenn er sich nicht erinnern kann, umso besser, braucht man keine scheiß Aussage aufschreiben. Genau. Und es trägt nicht zu seiner Entlastung bei. Auch gut für uns. Denn für uns ist es ja klar. Ja. So. Ah, wir müssen noch ein bisschen ärgern irgendwie. So, Smoker. Ihr habt gehört, du warst ein Autotune. Fährt jetzt 300 oder was? Oder wie schnell fährt er jetzt? 600? Wow. Ja, das. Sie müssten mal damit fahren. Machen wir gleich. Ja, ich habe jetzt auch Schawors im Auto. Was? Schawors. Schawors? Lichter-Schwerter unterm Auto. Du hast Neonlichter unterm Auto. Ne? Herr Rainer kann das sehen, bezeugen, ne? Die Roten, ja. Ja. Guck mal, dieser Auto sieht aus, als frisch aus dem Puff kommt. Ach du Scheiße, zeig mal, komm. Komm so mit, wir müssen uns aber mal fahren. Und der Rainer muss mitfahren. Das ist halt ein Zweisitzer, ne? Ja. Dann gib mir mal die Schlüssel. Ne, ich mach den an. Gib mir doch eben den Schlüssel. Der traut den nicht. Nee. Gib mir den Schlüssel, Smoker. Smoker, ich geb dir. Smoker, Smoker. Smoker. Schlüssel für Nummer, okay? Was für eine Nummer? Ja, mit den Koks. Hab ich schon. Ja, welche denn? Welche denn, Smoker? Komm mal mit. Wer ist das? Carsten, komm mal mit. Welche Nummer ist das denn, Smoker? Ne, ich hab schon alles, was ich brauche. Alles du? Rainer, wo hat die Nummer her? Das fickt den jetzt, ne? Das hat er nicht gerne. Wo ist Unhold? Das ist deine Karre, Smoker. Ja, das ist mein Auto. Warte, ich muss den mal gerade kurz anmachen. Oh, Entschuldigung. Warte, ich mach den mal kurz an. Ah, da kann ich doch bestimmt mal eine Probefahrt machen. Der Herr Walter wollte mal, warte. So. Wer ist das hier? Das ist Yay. Schnell die aber an. Okay. Ah, wie teuer war denn die Neonlichter da drunter? Das weiß ich, ich hab für alles bezahlt, für mit dem Flügel, dass der fliegt, und mit dem Schawors unter, mit den Lichtschwertern unterm Auto
und noch was andere Motor, das schneller ist und alles. Geld. 50, glaube ich. Ausgeht, ja. Ja. Hör mal, yay. Kann ich dich was fragen? Aha, na klar, Mann. Hör mal, wenn ich jemanden kennen würde, ich frage jetzt mal 5 Freunde, ne? Der hat einen Herd, da lagen Zettel drauf, da ist Rezept für Ecstasy-Pillen herzustellen, ne? Ja, okay. Da braucht man, da steht drauf, da braucht man Kokain, wo kriegt man das her? Na, okay. Das kann ich dir so nicht sagen, außer du zahlst. Wofür? Aber dann für die Informationen, Mann, und dann weißt du auf jeden Fall, wo man den Scheiß herkriegt, da hast du mein Wort. Ja, aber was heißt denn zahlt, ja. Wie viel denn? Ja, wie viel würdest du denn geben für die Informationen? Ich habe noch 93 Dollar bei. Ja, nein, das reicht nicht, das ist eine wertvolle Information. Ach so. Ja, ich habe viel ausgegeben fürs Auto hier, so viel Geld habe ich nicht mehr. Na, das weiß leider auch nicht jeder. Okay, 200. Ah, nein. Nee. Na, mach mal 5000 und dann kriegst du eine Plusnummer, alles drum und dran. 5000 Dollar. Ja, und dafür kriegst du alle Informationen, die du darüber haben willst, Plusnummer. Nee, ich wollte ja nur mal die Cracker machen, probieren. Nee, das ist mir zu viel Geld. Ja, aber die kannst du weiterverkaufen, die Information. Was? Ach, das ist sowas wie so ein Kettenbrief. Ja, kann man so sagen. Schneeball-Support, oder das heißt, ne? Ja, im Dreh so. Pyramidenspielchen, also, ja. Na, du kannst so viel von dem Scheiß dann haben, wie du willst, sozusagen. Nee. Wie viel ist denn schon dabei? Inwiefern? Ja, wenn ich dir 5000 Dollar gebe, kriege ich eine Nummer und wo ich das herkriege, wie viel ist da schon gratis dabei? Wie viel Kokain? Das weiß ich nicht, das musst du da mit den Herren ausmachen. Na so. Ja, da muss ich mir das überlegen, ich muss mal rechnen, ja. Ich sag dir, ich habe ja deine Telefon... Ah, ja, hast du. Ja, ruf ich dich an. Die Hupe ist auch kein Netz. Ups! Bin aus Versehen gegen die Bank gefahren, tut mir leid. Da muss ich lackieren lassen. Ja, du hast es doch. Ha, sind sie mal schnell gefahren? Mit Nitro? Ja. No. Smoker, das ist doch nicht, das kannst du, du alter Mann, kannst doch nicht mehr so schnell fahren. Ja, haben sie das Knöpfchen gedrückt? Ja. Schön, ne? Mhm. Ja. Meinst du, das ist ein bisschen zu schnell für dich? Nee, das ist passend. Ja. Wer schnell nagelt, muss schnell fahren. Ist das jetzt so, dass du halt, wenn ich jetzt beim Hausmeister-Service anrufe, bist du in 5 Minuten in Los Santos, ne? 3. Toll. 3 Minuten, ja. Ja. Habe ich eben von 0 auf 100 in 1,5 Sekunden. Unglaublich. Ja. Dezent. Ich muss mal unten wieder einbuchten gehen. Ja, ich muss noch putzen gehen. Auto eben. Ne? Ja, die Zelle, wo der Typ drin ist, der hat ja richtig einen abgedönert. Warte, ich komm sofort wieder. Ne, ich muss den Puff noch putzen. Ne? Was zum Fragen? Das ist mein Auto. Also. Ich geh mal. Und machen Probefahrten. Ja, ich mach den mal wieder aus. Güte. Ja, mach. Rainer? Was war das denn? Ja, das frag ich dich. Ich geh mal gucken, was von übrig ist, Rainer. Ich glaub, der Knopf. Scheiße. Ach, nee. Ja. Ich glaube, das Auto ist zu schnell irgendwie. Da müssen wir wieder langsam machen.
ist doch nichts passiert. Lebt denn noch? Ja, alles gut, Rainer. Oh Gott, ey, was ist denn da? Das ist Rainer. Rainer. Rainer, das ist ja mit der Scharwurst-Schwert da unten drunter. Das ist jetzt ein Raumschiff. Das ist. Wie heißt das? Geschwindigkeit im Weltall? Aber ich glaube, das ist die Funkfernbedienung. Was? Na, wenn nicht auf und zu schießt, dann ist das irgendwie mit dem Neon da. Mit dem Nitro da, weißt du? Gut, Schluss. Na. Ja. Ich fahr mal zum Puffen, Herr Rainer. Ich muss da noch sauber machen, sonst krieg ich Ärger. Ja, warte mal kurz. Ja. Na, was ist hier los? Ja, weißt du, das ist. Hallo, Frau Pinky. Sie Hallo, sehen ja richtig schön aus. Dankeschön. Richtig bezahlt. Ja. Ja, ja, ich. Früher war ich noch Showgirl. So. Das waren andere Zeiten, wir waren jung. So. Was macht der Walter denn hier? Danke schön für das Kompliment. Ja. Smoker kriegt noch 3.400 Dollar von mir. Ja, ich will damit nicht mehr fahren. Versucht er mich zu überfahren? Ich fahr damit nicht mehr mit. Ich fahr damit nicht ja, ich, dann komme ich mal näher zu Ihnen. Ja, wer ist denn mit dabei. Dem Auto? Also. Geht mal lieber zur Seite. Rein, aber ist mit meinem Auto. Oh Gott. Ich bin weg hier. Rainer! Rainer! Ja, kannst du zeigen? Das ist mir egal, was du zeigst. Mach mein Auto wieder richtig. Aber ich war mir wegen der Grund, die Frau, die drin ist. Ach, da war jemand drin. Oh, Scheiße, komm, wir gucken. No! Mopsgeschwindigkeit. Die meint bestimmt, die werden Zug jetzt. Glaubt ihr nicht? Ich glaube, die meint, die werden ICE. Die hat bestimmt die Gleise benutzt. No. Wo ist sie denn? Oh, ich lad mein Auto. No. Der steht gleich im Norden. Im Meer. Ja, wo rennt er denn hin? Da oben. Ist er geflogen? Oh. Der Frau braucht, glaube ich, Mediziner. Ruf mal Krankenwagen an. Ich habe immer schon gesagt, das ist besessen, das Auto. Da ist ein Teufel drin, Dämon. Ein Dämon. Was ist denn hier Auto. Passiert? Sie haben nichts gesehen. Geheimakte F. Krankenwagen ruf. No. Ich muss eben rein. Ich rufe mal einen Krankenwagen, denn, ja? Ja, warum lässt er mich denn nicht so stehen mit dem Auto? Moment jetzt, ne? Frau Pinky. Wird alles gut? Kranken ist auf dem Weg, ja. Mhm. Ja, er ist ja gar nicht weit. Mein Spoiler. No. Na. Ja. Da haben Sie Kranken angerufen? Ja, ist nicht erreichbar. Also. Was ist da los? Ja.
Vielleicht sollten wir erste Hilfe leisten. Murmeln anpacken und Mund-zu-Mund-Beatmung. So. Hallo, Lady? Ja. Hallöchen? Gott sei Dank sehe ich kein Blut, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Holen Sie die Frau mal raus. Ja, ich weiß nicht, ob wir sie bewegen dürfen. Ach so. Ah, sieht übel aus. Nachher hat sie irgendwas wirbelsäulenmäßig, keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, was hier passiert ist. Ich versuche mal nochmal anzurufen. Geh keiner ran, ich versuch's dir ganz zu. Also ist okay bei Ihnen? Ja, bei der Frau aber nicht. Oh oh. Gab's einen Unfall oder was? Ja, keine Ahnung. Und ich stand hier schon gerade. Ich war gerade Fernsehen gucken, habe ich den Krach gehört. Ich runter vorne. Schon mal Notarzt erreicht? Wird lange keiner mehr. Bekanntes Problem. Hallo, können Sie mich hören? Ja. Also ich, wie gesagt, ich traue mich nicht, die Dame anzufassen, nicht, dass sie irgendwie. Ja, nachher hat die noch Genickschuss oder sowas, ne? Ja, also Blut kann ich nicht sehen. Also ja, aber. Das ist ihre Frau, oder was? Aber wer ist das? Ihre Frau? Nee, wir ja, das wünscht die sich wahrscheinlich, aber möchte ich nicht. Ne? Ach so. Officer, wir haben versucht anzurufen. Wir hatten schon versucht jetzt anzurufen, aber konnten niemand erreichen. Beim Rettungsdienst und Polizei nicht. Ja, ist das scheiße. Ja. Das sieht nicht gut aus. Vielleicht macht ihr ja nur Haie. Wir trauen uns jetzt auch die Person nicht aus dem Auto rauszunehmen. Nachher brechen wir da irgendwas oder quetschen, keine Ahnung. Ich weiß ja nicht. Mal rüber, ich war ein bisschen mal bei der Sanitäter gewesen. Captain Jafar, schlaf gut. Drashi, wie geht's dir? Alle Meter Zeit zurück, bitte. Natürlich. Und Sie waren gerade im Fernsehen gucken, oder was? Ja, ja. Was lief denn? Mit Ayman Challah Galileo. Gott sei Dank. Oh, welches Thema? Mysterien in Los Santos. Oh, die was war denn mysteriös? Imkas oder sowas. Imkas? Ja, Geheimgänge und okkulte Toilettenvorgänge hier in Los Santos. Das weiß man alles nicht, ne? Okkulte Toilettenvorgänge? Okay. Ist mir da schlau draus geworden aus dem Beitrag? Nee, aber dreckig, der hat mit der Hand eingegriffen. Guck mal, die Frau ist aus dem Auto. Ja, einfach rausgezogen. Das Lenkrad im Aua. Sind die vielleicht an den roten Knopf gekommen? Wahrscheinlich, ich weiß nicht. Frau Pinky. Ja. Alles okay bei Ihnen? Wie geht's Ihnen? Tut Ihnen was weh? Der Kopf nur ein bisschen, aber ansonsten tut mir nichts weh. Ja. Wird wahrscheinlich eine Beule, aber mir geht's sonst ganz okay, glaube ich. Okay, das ist gut zu hören. Dann will ich gar nicht weiter rumgaffen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Danke schön für eure Hilfe. Wirklich vielen, vielen Dank. Ui, ich versuche mal aufzustehen. Wenn man das Auto ist gefährlich. Das Auto, was ist das für ein Auto, Herr Smoker? Das ist ein dämonisches Auto. Das ist ja schrecklich. Nee, das ist nicht schrecklich, das ist besessen. Ich muss da einen Exorzismus vollführen. Ja. Oh, fahren Sie da nicht mit. Lassen Sie das. So, dann gute Besserung. Und noch einen schönen Abend. Ja, ebenso. Tschüssi. Ich habe Angst vor der Karre. Nur einer. Geht's ihr gut, Frau Pinky, einigermaßen? Ja, wie gesagt, der Kopf dröhnt nur ein bisschen. Aber ansonsten. Ja, das kenne ich auch von mir, ja. Ich habe nur diese Hupe gehört. Irgendwie diese, so eine Clownshupe. Das ist teuflisch, ne? Ja. Ja. Ich werde beten.
Das kann ja fliegen, das Auto. Nee. Ja, aber ich bin doch von... Ah, was machen wir? Fast mal reingefahren. Warum? Rainer, warum parkst du jetzt so? Ich habe Angst, dass er runterrollt im Werk. Weil quer kann die rollen, weißt du. Ich fahr mal schnell in den Puff, kann ich euch alleine lassen. Alles gut mit Ihnen, Frau Pinker? Ja, ja. Ja, man nimmt mich noch mit. Danke, dass du hier bist. Ja, gut. Zum Puff? Rainer. Ja, ja, klar. Okay. Frau Pinker, dann noch einen schönen Abend. Entschuldigung. Ebenso. Entschuldigung. Ja, alles gut. Ja. Und pass mit dem roten Knopf da auf, ne? Ja. Okay. Du musst mit dem Auto reden, ne? Da steckt ein Geist drin, ne? Rainer. Was soll ich denn sagen? Du musst an... Warte mal. Soll ich jetzt beten oder was? Nee, warte mal. Vielleicht kann ich das... Warte mal. Oh, der muckt gerade auf, der wird gefährlich. Warte mal, Rainer. Warte. Da müssen wir was unternehmen. Rainer, Titan, tote Musik, tote Musik, da 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 da. Merkst du das, Rainer? Jetzt pariert, Jude. Nee. So viel dazu, aber fahr mal zu Bennys und ich glaube, das stimmt von dich. Ich will dein Auto nicht mehr. Ich glaube, ich habe, weil ich schief gesungen habe, habe ich den verärgert, den Dämonen. Dringender Notfall. Kannst du da mal fragen gehen, was da los ist? Ja, ja. Ich warte hier. Okay. Das Ding hier ist gefährlich. Gefährlich? Was waren Sie denn da für ein Modell? Ja, ist das ist ein fester Komet. Ist das. Okay. Komet. Was sollen wir denn machen? Da aus dem All. Fahren Sie doch mal Probe, das sehen Sie wahrscheinlich. Okay. Wow. Darf ich mal einstecken jetzt? Ja, ich habe aber Angst, dass ich das Lenkrad los habe. Schnell. Okay. Oh. Warte, vorsichtig. Oh. Vielleicht mögen die Leute rein. Okay, der kommt. Sie haben mein Taxi kaputt gemacht. Ja, ist ein Komet. Oh mein Gott! Das ist ein besessenes Auto. Meine Güte. Ja, wie ein Komet ist der erflogen. Ja, wie ein Komet, ja. Was haben Sie mit Bonnie gemacht? Ich hab gesagt, wenn ich den gerade loslasse, dann ist der. Dann, da ist ein Dämon drin, das Auto ist besessen. Alles gut. Nee, jetzt mache ich sowas nicht. Mein Auto. Ja, denn dein Auto der Bruder ist den Strick gesessen, wie sagt, du denkst, ist ein Komet. Was ist jetzt damit hin? Ich weiß es nicht. Was mit Koma? Ich hab irgendwie Angst, der kommt dann nie wieder heil zurück, oder? Hä? Der Komet ist gerade abgestürzt. Vorsicht, Rainer. Da kommt er. Oh, mein Auto, alles kaputt. Oh Gott. Oh, total Schaden.
Ich glaube, wir machen einen Downgrade, oder? Oh, der Rainer. Rainer stellt wer hoch. Komm her. So. Wie Downgrade hat er gesagt. Ich glaube, der will den Motor ein bisschen runter. Das ist dein Auto? No. Officer und Herr Smoker? Ja. Ich glaube, wir sollten mal ein bisschen downgraden. Was vom Motor? Ja, der ist auf einmal durchgegangen wie durch die Decke. Ja. Also uns gar nicht, ist uns gar nicht aufgefallen. Gut, dass Sie uns das sagen. Sehr gut, das ist löblich. Ja. Was meinen Sie, Officer? Einfach ein bisschen einen kleineren Motor? So, ich gehe mal rauchen. Okay. Oh, nee. Aus dem Arsch, mein. Meine Fresse, habt ihr das gesehen, was der da abgegangen ist, der Wagen? Kronark, dankeschön für 4 Monate. Vielen, vielen Dank für den Resub. Dankeschön, sehr lieb von dir. Es ist viel zu viel Regen, ja, viel zu viel Regen. Viel zu viel. Monaco, grüß dich. Christine Sauer, you yummy. Guck mal, ich bin verletzt. Och, Herr Arm. Herr Smoker. Ja, bitte. Könnten Sie mir nochmal einen Schlüssel bitte geben? Ach so, ja klar, warten Sie. Dankeschön. Ja, der Motor war ein bisschen zu übermotiviert, denke ich. Bitteschön. Danke. Ach, wo Sie dabei sind? Ja. Nee, ist gut, danke. Ja, was? Nee, es ist schon gut, ist schon gut. Dankeschön. Okay. Danke. Och, Arm, guck mal. Die GP, ne? Gut. Gerrit ist halt ein Porsche. Weil ich bin zwar noch nie in meinem Leben Porsche gefahren, glaube ich, ne? Nee. Aber so schnell sind die nicht. Das neueste Raumschiff, Anika. Schau nicht auf den Popo. Was? Wow. Smoker ist fertig. Der ist fix und fertig, der Junge. Der ist fix und fertig. Weiß ich nicht, Tendenz, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ach, das, ja, ne, das ist doch, wie heißt das nochmal? Ach, da kommt ja eh keiner. Von diesem Tulpenmann, ne? Warte mal. Da gibt's ein Schwarz-Weiß-Video zu. Tipp. Hier. Hier. Der ist total krank, der Typ, ne? Der ist total krank. Hier, das hier. Pass auf. Well, folks out there in television land, here's what you've all been waiting for. It's Laughing New Talent Time.
could use a little new talent in that band. Was ist das? Wait till you see this. Tiny has added a bit of choreography to his usual presentation. There is nothing usual about Tiny Tim's presentation. Heftig, ne? Der ist gut, der ist echt gut. Wer hat denn hier geschrieben? Wer ist das denn? Achso, Sensor, okay. Ah, Smokers Gesang, ja, so ungefähr. So. Oh, Danny, dankeschön. Dankeschön für den kleinen Support. Schreibst, das ist doch kein kleiner Support. 5 Euro ist viel Geld. Dankeschön für die 5 Euro. Vielen, vielen Dank für die Donation. Dankeschön. Der Danny. In Horrorfilmen, ne? Ja, Insidious, geiler Film. Geil. Wer ihn noch nicht gesehen hat, Insidious, angucken. Angucken, Teil 1. Ich schlafe heute schlecht, was? Oh, King Tilt, zu Tulu. King Tilt, dankeschön für 10 Monate. Wow, vielen Dank für den Resub erstens. Dankeschön. Und vielen Dank für den Resub mit $24.99 im T3. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Das ist sehr großzügig von dir. Danke. Teil 3 ist besser. Gibt es da schon Teil 3? Keine Ahnung, oder? Teil 2 fand ich nicht so prickelnd. Es gibt 4 Teile. Echt? Alle Teile sind erste Klasse. Im zweiten war immer noch geht. Aber 3, 4, weiß ich gar nicht, ob ich 3 gesehen habe. Keine Ahnung, oder? Danke, King Tilt. Hast jetzt du die eigentliche Mr. Nee, hast du wieder vergessen gehabt. Nein. Insidious. Nox, Nox. Muss ich mal reinziehen. Geiler Film. Oder geile Filme. Xmar, du Vogel. Fochter nun und auf viele weitere. Xmar, dankeschön für den Resub. Vielen, vielen Dank für den Support, den du mir mit dem Resub gibst. Dankeschön, Xmar. Um Alice? Wie Alice? Oh, dann kenne ich den noch gar nicht, wa? The Last Key. Okay. Streef, grüß dich. Streef, schlaf gut. Entschuldigung. Die Tochter mit dem gebrochenen Bein. Keine Ahnung, oder? Habe ich wahrscheinlich nicht gesehen. Ja, kannst du, Cefix, auf jeden Fall. Ja, kannst du. Mach dir keinen Kopf. Zieh den rein, ohne Scheiß. Mach das jetzt, Yugami. Resimel, grüß dich, na? So, Herr Smoker? Ja. Ich habe mal alles soweit repariert und ihn mal einen bisschen kleineren Motor eingebaut. Ciao. Ja. Ciao. Die können es ja mal ausprobieren und wenn es immer noch nicht klappt, dann melden Sie sich nochmal. Okay, ich setze mich rein und fahre mal. Ne? Oder soll ich mal eine Runde fahren? Ne, ich mache das schon. Sicher? Ja. Soll ich den Schlüssel gleich mal wieder geben? Ja, okay. Ah, du weißt doch, dann mache ich das. Dann wärst du eine Süßkartoffel. Bitteschön. Dankeschön. Ich teste das mal, ja? Ah, das ist, genau, teste das mal. Dankeschön. Bitte, schönen Abend. Ihnen auch. Ich hoffe, das Ding...
Herr Smoker? Ja. Darf ich noch eine Bitte haben? Ja. Ich habe hier einen neuen Mitarbeiter. Ja. Könnten Sie dem einen Schlüssel nachmachen? Ja. Unterm Boden habe ich noch, ne? Leuchtmittel, ja. Ist noch da, ja. Ja, leuchtet. Ja, ja. Ist hier drin bloß so hell. Ja, dann muss ich aber auch das Schloss tauschen, ne? Das ganze Schloss? Ja. Und können Sie nicht einfach einen weiteren Schlüssel ausstellen? Nee, das geht nicht. Das ist kompliziert. Okay, dann muss ich. Sie wissen ja unser Gespräch, da muss ich mit dem Bürgermeister sprechen. Spätestens Mittwoch. Ich fahre jetzt mal jemanden besuchen und spätestens geht Mittwoch. So bin ich wieder da. Okay, geht klar, wunderbar. Ja. Ihnen eine gute Fahrt. Ja, ja, viel Spaß noch, Dankeschön. Ich schneide mich aber erstmal an. Ja, machen Sie das. So. Machen Sie, das bis ist später. Wichtig jetzt. Ja. Bis später. Ich hab schon Angst, dass ich geschleudert werde, aber. Okay, das ist besser. Alter, das ist schon eine Teufelskarre. Muss man ja mal so sagen. Immer sucht die Grüße dich. Wem gehört das Auto? Das ist meiner. Nereiga, im Schlaf gut. Machst du heute länger? Nee, wir machen jetzt gleich Feierabend. Schon noch kurz Hallo sagen und dann machen wir Feierabend. Nur mit Aldi raus. Ja. Ja, schönen Abend noch. Ah, haben schon zu. Cyberkatze, wie geht's dir? Brian hat schon zugemacht. Ich dachte, sowas kauft die Smoker nicht. Nee, eigentlich noch nicht, aber den Porsche, ich wusste nicht, dass es den gibt. Diesen 911er Porsche, weißt du? Den fand ich schon als jung, fand ich den schon herrlich. Und, ja, wusste wie gesagt nicht, dass es den überhaupt gibt. Und da haben wir uns mal, glaube ich, im Chat drüber unterhalten vor 2, 3, 4 Wochen. Und ja, den gibt's doch. Und ich denke, was? Und direkt mal angeguckt und ja, verliebt in die Karre, ne? Das ist so ein Jugendtraum, weißt du? So ein Auto hier. Also jetzt nicht mit dem dicken Spoiler oder so, ne? Aber so einen alten 911er, das ist. Boah. Aber kannst du nicht bezahlen, ne? Hat er gerade geschossen? Ja, haben wir eben gemacht. Ausgefahren mal. Haben wir eben gemacht. Ja. Smoker. Smoker? Ja. Wo bist du? Gerade auf dem Parkplatz hier vom Park. Ja, wir haben ja den Herrn gerade in der Zelle gehabt, der hat in der Toilette richtig irgendwie, jetzt geht's da nicht mehr ab. Kannst du da mal bitte vorbeikommen? Das ist die vorderste Zelle. Ah, ich muss sowieso mein Geld noch holen. Ist der Chef da? Bring mal, weiß ich nicht, bring mal Handschuhe mit. Du musst da, glaube ich, tief rein. Wo, in den Mann? Nee. Hä? In die Kloschüssel, Mann! Na so, ja, ich komme. Ne, und nicht wieder den Handschuh ablecken. No.
Er ist viel besser jetzt. Ja. Ist viel, viel besser. Was? Skoros, Skoros, Skoros? Ist Skoros hier? Nee, also so eine... Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich meine, ihr könnt jetzt Hashtag Skoros machen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass so eine Berühmtheit, muss man ja so sagen mittlerweile, hier beim kleinen Gerrit reinschaut. Kann ich mir nicht vorstellen. Der ist Skoros? Nee. Nee, Gottes Willen. Nee. Das wäre ja ein Träumchen. Wie geht's dir, du Vogel? So, nochmal ausmachen hier. Dann gehen wir schnell noch die Kacke wegmachen. So. Wir sollten dich alle besuchen. Schöne Grüße vom Skoros. Ja, falls du gerade wieder zuguckst, dankeschön. Dankeschön, vielen, vielen Dank. Sehr, sehr lieb von dir. Er hostet dich sozusagen von YouTube. Echt? Dankeschön, das ist ja lieb. Na, Ben, kann ich Ihnen helfen? Warte auf den, auf einen Ihrer Kollegen, glaube ich. Nee. Ach so, auf wen dann? Soll ich was ausrichten? Nee, der wollte gerade runtergehen. Deswegen vielen lieben Dank, dankeschön. Alle Zuschauer von Skoros, dankeschön. Ne, holla die Waldfee. Ja, guten Tag, junge Frau. Ja, hallo. Ich stehe hinter Ihnen, auch wenn man mich nicht wahrnimmt. Dann, ich bin gleich für Sie da. Ich müsste mir nur ganz kurz mal, Was? Die Nase putzen. Ich habe Zeug bei, wollen Sie nachfüllen oder wie meinen Sie das? Ich bin sofort wieder da. Ja, ich gehe schon mal runter. So. So. Nee, nicht verbauen. Ja, ich meine, ihr könnt hier ja. Ja. Komm mal mit. Ja, ich komm mit. Putzi, putzi. Bist du bekloppt? Nee, ich hab keinen Vollmut drin. Echt nicht. Wirklich nicht. Ey, bist du irre? Junge, was stimmt denn mit dir nicht? Nee. Hast du die Nummer jetzt vom Koks-Lieferanten? Nö, wieso? Hast du oder nicht? Der hat die mir gegeben. Wer? So ein dunkelhäutiger Mann. Und wie ist die Nummer? Darf ich nicht weiter sagen, hat er gesagt. Wie ist die Nummer? Ich darf nur gegen Cash... Wie ist... Schreien Sie mich nicht immer so an. Wie ist die Nummer? Wollen Sie was Kokain? Wie ist die Nummer? Die fängt an mit... So. Guck mal, meine Hand, Smoker. Siehst du, was ich in der Hand habe hier? Wo haben Sie die teure Uhr her? Nee, die andere Hand. Das ist... Oh, ein Taser. Ne? Und weißt du, wenn man zweimal getasert wird hintereinander, kriegt man 20 Jahre lang keinen mehr hoch. Deswegen frage ich nochmal, und hier ist kein anderer Kollege. Sag mir die Nummer. Das ist mir egal, ich krieg sowieso keinen mehr hoch. Ich muss ja sowieso immer zum Arzt wegen der Viagra. Das Problem ist, das rechte Auge fängt dann an zu zucken beim dritten Mal und dann wird man blind auf ein Auge. Und dadurch entsteht das Problem, dass man kein Auto mehr fahren darf. Was? Deswegen frage ich dich, sag mir mal die Nummer. Ich habe keine Telefonnummer. Nee? Nee. Hab ich nicht. Ich hab dir kein Wort, du alter Drecksack. Sag mir die Nummer. Nee, hab ich wirklich nicht, Herr Walter. Hast du nicht? Mm-mm. Du hast die 1337 nicht? Wie? Wir warten Sie mal, dann speichere ich die ab. Wie geht die denn? Kokain, ne? Ruf doch mal da an, Smoke. Ja, geben Sie mal die Nummer. 133, was? 7? Weiter? Weiß ich nicht, hab nichts gehört. Muss hier drin Gehalt haben. Ich soll hier die Scheiße wegmachen kommen, Herr Walter. Ja, ruf doch mal die Nummer an. Ja, dann geben Sie mir doch die Nummer. Hab ich sie doch. 1337. Ja, ruf mal an. Echt? Warte. Na. Hä? Oh. Was ist denn das? Hä? Hm? Nee, da muss man Geld bezahlen. Das ist so eine Hotline wie Susi Live nachts. Da habe ich viel Geld reingesteckt. Für umsonst. Die haben mich nur verarscht. Die sagten zu mir, ich kann da Möpse sehen und wenn so. Wenn du da anrufst, ne? Hä?
und was bestellt, Smoker, dann kommen Leute in die Stadt und die bringen dir dann Pakete. Darf sich nur nicht davon der Polizei erwischen lassen, ne? Moment, kriege ich das, da was, ist das nicht wie bei Susi Live? Nein. Die sagt immer hier, ne, ruf mich an, kostet nicht viel, aber scheiße, 5 Euro die Minute. Da sitzt immer so eine Dicke an der Zelle, weißt, auf der anderen Seite, die tut gerade ihren Kater kraulen oder so, ne? Da sitzt keine 20-jährige Blondine. Wie Kater? Da sitzt keine Lady, die das macht. Die krabbelt ihre Muschi. Interessant. Du musst dir vorstellen, das ist nicht so, dass du der Kaiser bist und da gibt es eine Lady. Du musst das dann so machen, dass du von einer Dicken dann angemacht wirst. Ja, aber im Fernsehen sehen die Frauen alle hübsch aus. Die sind alle schön. Die sagen immer, ruf mich an. Willst du, dass ich für dich koche? Nein. Willst du, dass ich für dich sauge? Nein. Was willst du dann? Und dann sind die immer vom Fernseher. Oh, arm. Titten, so. Titten, Titten. Hast du einen Fernseher in deinem Haus? Ja, habe ich. Einen Fernseher. Boah, einen großen Fernseher? Nee, einen kleinen, aber ich habe einen großen Videorekorder mit VHS-Kassetten. Komm mal mit. Ja. Unser Klo sieht aus wie Carsten. Komm mit. Alter, seid ihr irre? Skoros, bist du bekloppt, oder was? Hammer. Aber nicht das leckere Gesicht, das haben wir will. Dankeschön für so viel Geld, Skoros. Vielen, vielen Dank. Hast du die Handschuhe dabei? Ich bedanke mich gleich, wartet. Was habe ich bei? Hast du alle Handschuhe dabei? Ich habe Latex-Handschuhe. Ja, dann greifen wir da rein. Da sitzt ein richtiger Bronco drin. Wo? In dem Klo. Ich will erst mein Cash in Tasche haben, erst Geld. Smoker, bitte mach das und dann rede ich mit dem Chief. Ja, ich kriege immer noch meine 3850. Ja, kriegst du. Ja. Wer war das? Wer war das? Der Mann von der Army. Was hat er denn gegessen? Das ist Army-Kacker. Panzerkekse. Das ist ja richtig was wie Kleister. Schmeiß die Handschuhe direkt da mit rein. Irgendwie, oder Müll, oder keine Ahnung. Ich verstopf doch, Mann, da muss er wieder rein. Ja, lassen Sie mich mal raus. Nee. Wie, nee? Ja, doch, komm. Nee. Warum? Nee. Ich hab da gar nichts gemacht. Der Smoker hat eine Hotline für Kokain, Leute. Oh. 1337 hat er mir gerade die Nummer gegeben. Rufen wir da an. Haben wir schon mehrfach, Walter. Ja, ja. Du bist ein bisschen hinterher mit dem Leben. Ja, aber wo hat der Smoker die Nummer her? Hä? Vom Klicker vielleicht? Die Nummer steht auf Klicker? Walter, wir müssen mal dringend reden. Ja, ich bin nicht mit Koks unterwegs. Der Herr Walter ist bei Social Media nicht so bewandert. Ach so, ja. So ein altmodischer alter Sack. Jetzt ein Energy Drink, ne? Das wäre toll. Und auch so, ich würde jetzt gerne in einem Elektronikfachmarkt sitzen und mir dann Energy Drink reintrinken, ne? Ja, aber ich habe keine Time, ich muss mal rannen gehen. Nee. Ja, ich geh weg, ja, lass mich in Ruhe. Kann ich jetzt gehen? Ja. Ja, Sie sind frei. Ja. Gehen Sie in ein Elektrogeschäft. Das sind richtige Assis, ne? Richtige Assis. Nur weil ich mal vom Mediamarkt ausgestreamt hat. Richtige Assis. Skoros, bester Mann, glaube, du hast einen Follow-Mod drin. Nein, deswegen kann ich jeder schreiben. Ehrenmann, bist du. Dankeschön. Vielen Dank für so viel Geld. Das sind 100 Mark. Das ist sehr, sehr viel. All die Ladung, all die Wagen voll. Und dann, Kontermann, guten Abend, haut auch mit einem guten Abend 50 Euro raus. Vielen Dank auch an dich, Dankeschön für den Support. Herzliches Dankeschön. Der Kontermann, unglaublich. Smoker. Ja. Alles gut? Ja, Herr Tim, Chef, Cash in Tash, ne? Mhm. Wollte ich nämlich gerade fragen, ich habe dich doch gerade gesehen, war das gestern oder wann war das? Das war gestern, vorgestern und gerade, dann habe ich heute auch schon geputzt und gerade die Scheiße unten im Klo weggemacht. Ja, dann lass es schon das Geld holen. Ja. Hier. Nee. Hä? So. Aha. Alle rumstehen. Habt ihr was machst vor? Du? Was machst du? Was machst du? Das Geld für den Smoker holen. Warte, ich hab das. Denk doch mal nach. Was? Ja, ich hab hast das. Hast du das? Ja, überleg doch mal, warum ich das noch hab. Warum hast du das noch? Wie viel war das jetzt? Ach so, 3000? Ja. Ja, ja. 3850.
Stimmt das? 2850? Ja, natürlich. Ja. Ich lüge nie, lügen tut man nicht. Ja. Dankeschön, deswegen, Chef. Schön. Ja, danke. Ja, bei uns kriegt ja jeder sein Geld. Ja. So, dann bin ich mal weg. Ja, schönen Abend. Lang lebe der König, tschüss mit uns. Ja. Tschüss. So. Wo ist mein Auto? Gerrit WhatsApp, warte. Rocco Palermo. Dankeschön für den Sub. Vielen, vielen Dank für den Support, den du mir mit dem Sub gibst. Dankeschön. Sehr, sehr lieb von dir. Der Rocco. Und Porschel haut 250 Bits raus. Vielen, vielen Dank für die Donation. Dankeschön, Porschel. Und Hi Gugu ist im dritten Monat du Vogel. Vielen Dank. Du hast nur Follower an? Habe ich doch gar nicht eingestellt. Wo stellt man denn sowas ein? Da habe ich nie dran rumgefummelt. Echt nicht, wirklich nicht. Wo geht das denn? Mein Mod schreibt mir das gerade. Oh, fuck. Ey, was ist denn heute hier? LTT, Lohntütentag oder was? Frisches Geld im Umlauf, was ihr verteilen müsst oder was? Was ist denn hier los? No. Ah, danke schön. Hat das einer meiner Mods jetzt gemacht? Dieser Raum ist jetzt nicht mehr im Nur-Follower-Modus? Keine Ahnung, wa? Wo? Ja, habe ich das jetzt nicht mehr? Auch beim nächsten Stream nicht mehr? Bob oder so? Freiheit. Alma. Braveheart. Alter, ihr seid total irre. El Pigo, danke schön für den Sub. Vielen, vielen Dank für den Support. Dankeschön. Sehr lieb von dir, El Pigo. Und Driver, du bist auch so eine Betitschte. 50 Euro auch wieder, 100 Mark. Das heißt ja, die nächsten Monate, all die sind gerettet. Dankeschön. Vielen, vielen Dank, Driver. Abermals. Vielen, vielen Dank. So. Ja. Achso, der Bob schreibt mir gerade WhatsApp. Aber ich habe das noch. Keine Ahnung. Oder? Jetzt bin ich schon. Wie lange bin ich jetzt auf Twitch? Vierte Jahr jetzt. Jetzt 4 Jahre, ne? Ja. Und ich wusste das gar nicht, dass da drin ist. Scheiße. Freezer, grüß dich. Wir wollen nur, dass du noch gut einkaufen gehen kannst. Ja, okay, auf jeden Fall. Wer auch immer das eingestellt hat, okay. Wusste ich nicht, ne? Wecom, danke für den Host. Vielen, vielen Dank. Dr. T-Style, wie geht's dir?